Danke, entschuldigt bitte die, die Verzögerung. Es gab eine kleine technische Panne. Die Technik will manchmal nicht, aber jetzt hoffe ich, haben wir es geschafft. Ich begrüße euch ganz herzlich zum 162. Vortrag zur Apokalypse. Und dazu gibt es den siebenten Wochenspruch. Und wir fliegen noch immer weiter hinaus. Mein Selbst, es drohet zu entfliehen. Vom Weltenlichte mächtig angezogen. Nun trete du, mein Ahnen, in deine Rechte kräftig ein. Ersetze mir des Denkens Macht, das in der Sinne Schein sich selbst verlieren will. Also wir sind jetzt wirklich auf der Kippe, wo man halt einfach ein bisschen davon schweben nach draußen mit dem bewusstsein hinausfließen und, und dabei natürlich so die die ganze klare wachheit des denkens ein bisschen sich herabdämpft aber es taucht ein ahnen auf oder es kann ein ahnen auftauchen es kommt halt darauf an, wie intensiv wir da hinausträumen können oder da hinausgehen mit dem Bewusstsein. Und, und das ist ganz wichtig eigentlich, um, um die Welt zu verstehen, muss ich ja hinausgehen können. Ich muss eigentlich immer in dieses Ahnen, in dieses Träumen, ja sogar in das Hineinschlafen in die Welt hineingehen, um überhaupt was an Erkenntnis aus der Welt herauszuholen. Also das heißt, um dort wirklich einzudringen. Ich kann zwar in mir selber einmal sehr gut Gedanken spinnen, und und aber dadurch komme ich noch nicht an die Welt heran. Also ich muss einmal mich intuitiv eigentlich mit der Welt in Verbindung setzen und da geht es immer in dieses Ahnen hinein irgendwo. Und, und ich meine, gerade auch wenn man wirkliche... Ideen bekommen will, wie die Welt funktioniert, irgend irgendwas erkennen will, wirklich, dann geschieht es ja eigentlich nie alleine durch einen nüchternen Gedankenprozess. Ich spinne mir heute halt aus, so oder so könnte es sein. Da kann ich spekulieren im, im Kreise herum, wenn nicht irgendein Ahnen ist, wo es eigentlich hingehen soll, wer ich zu keiner vernünftigen Lösung kommen. Das ist auch die, die großen Entdeckungen in den Naturwissenschaften oder so, entstehen alle so. Also, dass ich etwas von diesem Ahnen äh, mitnehmen muss, das mir vielleicht eben nicht ganz wach bewusst ist, aber ich, ich hebe dann etwas ins Bewusstsein, was Frucht dieses Ahnens, dieses Erlebens ist. Also mit der Wirklichkeit kann ich mir eben nur verbinden, wenn auch ein, eine Wahrnehmung sozusagen da ist, dieser, dieser Welt, die um mich herum ist, was immer es auch betrifft. Und es und reicht nicht aus, nur drinnen mit dem spekulierenden Verstand sich irgendwas zusammenzuzimmern, allein. Also ich muss mich verbinden mit der Welt, das ist ganz wichtig. Und wir stehen jetzt so gerade an, an, an dem Übergangstor, wo es immer ein bisschen mehr ins heute halt hinausgeht, was wir aber brauchen. Und wir nehmen das eigentlich mit. Ja, bis in die Weihnachtszeit hinein, wo wir es dann immer mehr uns zu Bewusstsein bringen. Aber die Früchte sozusagen also sind dann die, das reife Produkt dessen, was wir jetzt ahnend, ja vielleicht sogar träumend dann später noch mitnehmen von dem draußen. Und im, im Kleinen ist es aber in jedem... In jeder Alltagsbegegnung mit einem Menschen zum Beispiel, mit einem Tier, egal jetzt zu welcher Jahreszeit, wenn wir nicht etwas ahnen von dem, was dort, dort lebt in dem anderen Wesen, sei es ein Tier, eine Blume, ein Mensch, sei, sei es ein Stein, ein Mineral oder was. Wenn, wenn ich nicht hineinträumen kann, ein bisschen mich hineinahnend fühlen kann in die Sache, habe ich eigentlich keine Grundlage zur Erkenntnis. Dann bleibt es mir eigentlich fremd und ich, ich stülpe nur meine Gedankengebilde, die ich eigentlich schon aus der Vergangenheit im Grunde mitgebracht habe, mit. das vielleicht ein bisschen logisch um, umstrukturieren, umordnen, aber im Prinzip arbeite ich da nur mit dem, was ich schon als Abgestorbenes im Grunde in mir habe und ich lege es darüber als, als Raster über die Welt. Ich meine, machen wir heute sehr, sehr viel. Aber da wirkt und, und überraschenderweise kommt man doch zu einigem. Warum? Weil vieles natürlich, was wir jetzt als Schätze der Vergangenheit, aber als Abgestorbene haben, Früchte eigentlich sind eines solchen Ahnens. Und darum steckt trotzdem was dahinter. Aber wenn ich an was Neues herankomme, muss ja immer mit neuem Geist wach offen sein. Das ist ganz wichtig. Und, und eben auch in jeder menschlichen Begegnung, in einer Begegnung mit einem Menschen, den ich vielleicht eh gut kenne. Aber jeder Mensch entwickelt sich, verändert sich. Und, und es, es ist so wichtig zu spüren, zu ahnen, diese Veränderung, die da ist. Die kann man oft gar nicht, gar nicht greifen, aber, aber doch zu spüren, da hat sich jetzt aber was geändert, da hat sich etwas entwickelt, da ist was, ist was Neues dabei. Und sonst schirmen wir uns eigentlich von der Wirklichkeit ab in Wahrheit und leben mehr in dem, wie wir uns halt denken, dass es ist. Und das fällt uns aber oft gar nicht auf. Das ist, ist, ist schwierig, das zu unterscheiden. Dass wir unsere Vorurteile, die wir gewohnheitsmäßig mitbringen, über die Wirklichkeit als Schleier darüber legen. Ein Mikro dürfte offen sein, glaube ich. Ich höre was Wascheln im Hintergrund. Vielleicht könnt ihr es abstellen, bitte. Danke. Ja, also man kann das wirklich an sich selbst beobachten diese Dinge. Also das, ich finde es immer so toll, also das, was in den, in den Wochensprüchen drinnen Städte den ganzen Jahreskreislauf erfassen, das ist eben was, was ich aber im ganz Kleinen auch erleben kann, weil immer dieses, dieser Gang drinnen ist, zwischen dem einmal ganz hinausgehen, sich verbinden mit der Welt, sich gerade zu verlieren in der Welt, einmal loszulassen von allem, was ich darüber weiß und darüber meine und ist all ist uninteressant, ich träume hinein dort, ich schlafe hinein in die Welt und dann aber muss ich zum Erwachen kommen, dann nehme ich es zurück, ich nehme etwas von dem, was ich träumend, schlafend aber doch erlebt habe, fast unbewusst erlebt habe, aber ich kann mir es zu Bewusstsein bringen und in klare Begriffe dann fassen, wenn ich ganz jetzt das zu mir hineinnehme und dann ganz bei mir bin. Aber jetzt mitnehme eben das, was ich von draußen bekommen habe. Und auf einmal sind weg, weg alle Vorurteile, alle Theorien, die man über irgendwas hat, alles, ich weiß ja genau, wie das geht, sondern ich erlebe es dann so mit wachem, klarem Verstand, wie es aber wirklich jetzt vor mir steht. Und, und nicht ein zurechtgestutztes und umgefärbtes Bild. Und das ist so in allen Lebensbereichen, also vom, vom alltäglichsten bis in die höchste Wissenschaft hinein, stehen wir immer vor der Problematik, dass wir den Schleier unserer so ganzen Vorurteile darüber ziehen. Und, und alles die Welt eher zu dem zu zurechtschneiden, was in unser Verständnis passt, ist dass wir uns wirklich darauf einlassen. Und das ist so, so wichtig. Da muss dieses Loslassen können, dieses, dieses Ahnen können, dieses Mitfühlen können mit der Welt. Einfach das ist die wirkliche Erkenntnisgrundlage. Wenn ich von dort nichts schöpfen kann, dann habe ich es eigentlich immer nur mit mir zu tun. Und dann, dann sitze ich eigentlich... Getrennt von der Welt in mir drin und da reimen wir halt alles Mögliche zusammen. Und, und das ist auch irgendwie, passt da jetzt genau zu der Zeit, in der wir stehen, wo wir jetzt hier aufs Pfingstfest zugehen. Also, wir hatten Himmelfahrt sozusagen hinter uns gebracht. Nein, wir haben es nicht hinter uns gebracht, weil die Himmelfahrt Christi ist eigentlich ein fortlaufender Prozess. Der hört nicht auf, der ist eigentlich heute noch nicht fertig, diese Verbindung des Christus mit der Erde, ist die Erde immer mehr zu durchdringen, sich mit ihr zu verbinden, so dass wir ihn in der Erde beziehungsweise in uns selbst finden können. Das gehört nämlich zusammen. Ich meine, Gott, die, die Tiefen der Erde hängen sehr stark auch mit unseren Tiefen zusammen. Auch dort, wo wir ganz bei unserem Ich drinnen sind, das ist das Ich, ist eben nichts, was an der Oberfläche ist. Unser Ego ist an der Oberfläche. Das ist sofort da. Das weiß ich. Ich bin der und der und ich weiß das und das und kann dieses und jenes und ich möchte dieses und ich möchte jenes. Das ist sofort da. Das Ich ist ganz verborgen eigentlich. Ist für unser Erleben ganz verborgen. Ich meine, wir merken es nur deswegen nicht, weil wir für unser Ego genauso den Namen Ich verwenden. Das, das ist, in manchen Sprachen ist es schwierig. Im Englischen wird für, für wo wir Ich sagen, meistens Ego verwendet der Ausdruck. Und das ist das genaue Gegenteil vom Ich. Das heißt, wenn, wenn dort Ego steht, ist es eigentlich, kann es nicht dasselbe sein. Es ist ganz was anderes. Es ist unser Alltagsbewusstsein, das im Grunde äh, ein sehr egoistisches ist. Nicht im Sinn jetzt grob egoistisch, muss es gar nicht sein, aber es ist egoistisch, dass es in dem Sinn von den eigenen Meinungen, Erfahrungen, Erlebnissen ausgeht und danach die Welt beurteilt. Und nicht offen ist, sie so zu erleben, wie sie wirklich ist. Weil dazu muss ich eben hineinträumen, hinein, hinüberschlafen in die Welt. Und mich überraschen lassen, was kommt denn da. Und je mehr ich es hineinnehme, desto wacher werde ich dafür. Und dann erkenne es ist eigentlich ganz anders, als ich mir es bisher gedacht habe. Oder ich entdecke zumindest eine ganz neue Facette darauf draus, in, in, in dem, was, was ich schon vielleicht seit 30 Jahren gewohnheitsmäßig kenne und gedacht habe, mir ist alles klar dazu. Dann kommt man erst darauf, wie wenig einem klar ist. Das ist auch das, was eine Tugend ist im Umgang mit der Geisteswissenschaft. Wenn man sagt, ja, jetzt habe ich mich schon 40 Jahre da was beschäftigt damit beschäftigt, ich kenne so viele Dinge drin, ich weiß eigentlich, um was es geht. Interessant wird es dort, wenn ich sage, 40 Jahre habe ich geglaubt, das ist klar für mich. Ist mir vollkommen klar. Und jetzt komme ich darauf, eigentlich, ich verstehe es hinten und vorne nicht. Weil, dass die Fragen auftauchen, ist das erste Anzeichen, dass ich an der Wirklichkeit dran bin, dass ich an einem tieferen Eindringen dran bin. Also dort, wo ich mir sicher bin, so und so ist es, ich weiß es. Das ist Wissen, das ich mir mal angeeignet habe und das ist aber beschränkt. Und, und Wissen verlangt eigentlich dazu, immer wieder überwunden zu werden, weitergeführt zu werden, aufgehoben zu werden, so wie es der Hegel so schön sagt. Aufgehoben, es ist nicht mehr gültig, aber auch aufbewahrt zugleich. Also es das heißt nicht jetzt alles wegschmeißen, alle Bücher verbrennen, weil das ist Vergangenheit. Es wird auch aufbewahrt aber es wird auch aufgehoben im Sinne dass es auf eine höhere Ebene gehoben wird und das ist das wichtige dass eigentlich jedes mal wenn ich über etwas nachdenke soll es so ein Schritt kommen dass ich es auf eine höhere Ebene hebe und da kommt was neues dazu und das erfährt unser ich dann wenn es ahnend hinausgeht in die welt sich das zulässt sich das zulässt. Also, und das ist, ist aber schwer, eben wie gesagt, weil wir durch unser Denken aus der Vergangenheit, unser Wissen, unsere Erfahrungen äh, eigentlich schon voreingenommen sind. Und die sind so schnell parat, dass wir nicht offen sind für das Neue. Also das heißt, das Spannende ist dort, wo uns das Vertrauteste plötzlich fraglich wird. Und man sagt, ah, diesen Vortrag von Steiner habe ich 20 Mal gelesen. Und jetzt lese ich ihn zum 21. Mal und denke mir, mir ist überhaupt nichts klar. Da sind so viele Fragen plötzlich offen. Wie ist denn das wirklich genau? Ja, ich kann den, den Inhalt, weil ich so oft gelesen habe, ziemlich gut nacherzählen. Aber ich merke plötzlich, da fehlt so viel in meinem Verständnis. Und, und dann das Entdecken. Dann fängt es zu leben an, dann fängt äh, das eigene, ja, in Wahrheit ja da, dort erst das eigene geistige Wahrnehmen, zumindest zunächst einmal im Denken, im Erkenntnisprozess statt. Dann, dann fange ich an, wirklich selber wahrzunehmen. Und da fängt unmittelbar die geistige Wahrnehmung an. Dort fängt sie an. Und die Chance hat jeder, also dieses geistige Wahrnehmen ist nichts, was so weit weg ist. Man darf sich nur nicht immer denken, warte, die warte jetzt ewig schon, dass man so ein Engel erscheint und ich stelle mir ihn halt so vor, wie halt die Bilder sind und er kommt und kommt so nicht und, und man merkt nicht die vielen Dinge, die, die man eigentlich in Wahrheit schon erlebt hat, die nur so halt husch vorbeigegangen sind, weil wir nicht wach genug dafür waren. Und, und die Kunst ist halt hinaus fliegen zu können, eigentlich träumend, schlafend, tiefschlafend zu werden, aber trotzdem es zurückholen zu können und ihm zurückholen es zum Erwachen zu bringen. Und dann geht in der kleinsten Kleinigkeit der ganze Kosmos auf. Und, und, und das hängt sehr stark auch wirklich mit dem Pfingstfest zusammen. Das Pfingstfest ist ja diese diese Begabung mit dem Heiligen Geist, wie es so schön heißt. Also das heißt mit dem Geist selbst in gewisser Weise und das heißt auch in gewisser Weise, dass wir das, was der große Weltengeist ist und was sich darin erleben lässt, in der Weltenseele eigentlich genauer genauer gesprochen noch, dass wir das aus dem etwas schöpfen und etwas Eigenes machen, einen eigenen Zugang zu dem finden. Weil da ist jetzt noch der dritte Schritt, der notwendig ist zu einem wirklichen Fortschritt in der Erkenntnis. Es, jetzt habe ich zuerst gesagt: Gut, wir müssen unsere Vorurteile ablegen. Wir müssen eintauchen, das zu uns nehmen. Und wir sollen es nicht jetzt durch unsere Vorurteile verdecken. Aber wir sollen auch nicht eins zu eins was da hineinströmen lassen und sagen, so ist es heute, halt, sondern wir müssen es ergreifen. Wir müssen es ergreifen. Und, und erst in diesem Ergreifen, indem wir es nämlich mit unserem Ich ergreifen und dadurch individualisieren, dadurch wird es erst das Richtige. Es geht nicht darum, dass wenn jetzt. Zwei oder hundert oder tausend Leute auf dieselbe Natursache, auf dieselbe geistige Tatsache, weil hinter der Natur immer geistige Tatsachen sind, hinschauen, jetzt müssten alle exakt genau das Gleiche, mit mathematischer Gleichheit alle genau das Gleiche sagen, dann würde was falsch laufen. Dann wären wir in einem Kollektivbewusstsein drinnen. Sondern. Die wahre Erkenntnis besteht darin, ich tauche ein, erkenne aber auch es aus meiner individuellen Perspektive heraus, weil für mich auch damit in Wahrheit eine geistige Aufgabe verbunden ist. Es, es geht nicht darum, ich erblicke die Wahrheit, die für alle die gleiche ist sondern ich erblicke eigentlich, indem ich der geistigen Welt draußen begegne, ist es in Wahrheit, egal mit was es ist, ob es jetzt ein Elementarwesen ist, dem ich begegne, oder einer höheren geistigen Wesenheit, ob es einem Menschen-Ich äh, ist, dem ich begegne, dann, dann habe ich eigentlich eine Aufgabe mit dem, für ihn, mit ihm zu vollbringen. Und die erkenne ich. Und das ist das Wesentliche. Ein anderer wird an dem Menschen eine andere Facette erkennen, weil, weil da eine andere Aufgabe ist, weil der andere Mensch andere Fähigkeiten mitbringt, ein anderes Schicksal mitbringt und so weiter und dadurch anderes dem anderen geben kann äh, als ich. Und, und daher ist, ist bei der all dem gemeinsamen Kern, den dahinter steckt, weil es ist immer dasselbe Mensch, der, der, der vor dem einen oder vor dem anderen steht, aber es ist eine andere Perspektive und soll eine andere Perspektive sein. Und dann erst wird es wirklich eine freie, durch das Ich erfasste Erkenntnis, wenn ich das also mir voll ins Bewusstsein heben kann, eben auch mit dem Bewusstsein, es ist meine individuelle Perspektive, weil die meine Aufgabe ist. Die hängt mit meiner Lebensaufgabe im Grunde zusammen. Weil unsere Lebensaufgabe, man darf das auch nicht immer so überdramatisieren: ach, was muss ich jetzt Großartiges tun? Die Lebensaufgabe ist in jedem Augenblick da. Jeden Menschen, dem ich begegne, jeden Tier, dem ich begegne, kann ich etwas geben oder ich kann es nicht tun, je nachdem. Aber, aber meine Aufgabe wäre, etwas überströmen zu lassen, was was das andere fördert. Und, und das ist eigentlich mit, diesem, mit dieser Ausgießung des heiligen Geistes gemeint. Dann ist es ein wirklich heiliger Geist, äh, eben das heißt etwas Seelisches, was aber ergriffen ist, voll vom Bewusstsein des Ich oder zumindest mit genügender Wachheit ergriffen. Und aus dem entsteht das Geist selbst. Geist selbst ist ja eigentlich ein verwandeltes, seelisch-astralisches, aber verwandelt eben durch das Ich. Und mit jeder Begegnung mit der Welt, mit den Tieren, Pflanzen, Menschen, Elementarwesen, was immer es ist, ob es kommt, und da kommt es nicht darauf an, sich jetzt gleich hellsichtig wahrzunehmen und ich sehe sie, weiß ich nicht, mit ihren Zipfelmützen herumhupfen oder mit, mit Elfenflügeln flattern oder so, Und das geht es gar nicht. Es fängt schon an, wo ein Ahnen da ist, von dem ich mir aber etwas zu Bewusstsein bringen kann, da war eine Wesensbegegnung. Und die sagt mir etwas die spricht mich an weil sie etwas sozusagen ja wie wie bittet oder offen ist dafür kannst du mir nicht etwas geben das ist eigentlich die, die, die haltung die da ist so stehen alle elementarwesen vor und so stehen auch die höheren geistigen wesen vor und sie erwarten von uns dass wir ihnen etwas geben in der Phase sind wir drinnen. Diese Phase hat so ganz stark begonnen mit dem ersten Pfingstfest, mit, äh, als es begonnen hat, dass der Christus sich mit der Himmelfahrt begonnen hat zu verbinden mit der Erde, damit aber für den äußeren sinnlichen Blick oder auch für das äußere Hellsehen verschwunden ist. Also das heißt, die Auferstehungsgestalt wird nicht mehr erlebt, so wie es die Jünger erlebt haben, so wie sein Paulus erlebt hat, für dieses Erscheinen ist er weg. Und das ist gut so. Das ist gut so. Weil, wenn das nicht gewesen wäre, wäre die Freiheit des Menschen nicht gekommen. Also das heißt, selbst wenn man auf diese Art, wie die, wie die Jünger nach dem Kreuzestod des Christus, den Christus als Auferstandenen erlebt hätten, wenn das angenommen so weitergegangen wäre, dass halt dann mit der Zeit immer mehr Menschen das erleben können und so, dann hätten sie den Christus nicht in Freiheit aufnehmen können, in Wahrheit. Das geht erst dadurch, dass sie... Dass er, durch, durch die Himmelfahrt nicht nur dem sinnlichen Blick entzogen worden ist, das ist passiert schon mit in der Folge der Kreuzigung und dass dann der Leichnam letztlich auch nur aus dem Grab verschwunden ist, auch was ganz Wichtiges, dass nicht einmal sozusagen die Spur einer physischen Anwesenheit des Christus übergeblieben ist für das sinnliche Erleben. Es ist Verschwunden sozusagen, hat sich verbunden in Wahrheit äh, mit, äh, mit der Erde. Das ist einmal das Erste, aber dann gibt es jetzt die fortgeschrittenen Geistesschüler, die noch geistig als Auferstandenen erleben können. Das heißt, seine geistig-physische Gestalt erleben können. Aber selbst das muss verschwinden. Selbst das muss verschwinden. Äh, daher natürlich jetzt der besondere Betrübtheit, ja, geradezu äh, bei den Aposteln äh, nach der Himmelfahrt, so, jetzt ist, ist der Meister ganz verschwunden. Was ist jetzt? Jetzt ist er weg. Wir können ihn nicht mehr erleben. Wir können uns erinnern an ihn, aber wir können ihn nicht erleben. Ja, vielleicht lese ich das in der, in der Bibel, in der Apostelgeschichte. gehört durchaus also zu unserem Thema, weil wir ja schon gesprochen haben davon, dass, dass eben die Himmelfahrt etwas zu tun hat mit der Entrückung, sei es beim Elias, sei es beim Henoch und was dort alles erlebt wird und äh, das hat mit der ganzen Geschichte was zu tun und weil es geht darum, dass das was äh, da mit der Entrückung damals erlebt wurde, dass das ja, jetzt durch den Menschen, mit dem Menschen, der geistig erwacht auf eine ganz andere Art erfahren werden kann, nämlich indem man dem, äh, jetzt erstens einmal den Christus in sich zu erleben beginnt und mit ihm möchte ich sagen, ja in die eigenen Tiefen steigt, aber damit zugleich auch mit dem Bewusstsein in die Erdentiefen steigt, weil wir müssen denken, dass der, der Himmel das Devachan, in das der Christus eingegangen ist, ist die Erde. Bis hinunter. Und er ist auf dem Wege, sich immer mehr mit dem zu verbinden. Es ist kein Prozess, der einfach schon vollkommen vollendet ist. Sondern es ist ein immer weiteres Durchdringen bis, bis, ja, bis hinunter zum, zum Erdkern sozusagen, wenn ich es jetzt in ein äußeres Bild fassen will. Und, und das ist. Ja, der Punkt, der wird zum Sitz des Erdgeistes, der jetzt der Christus wird. Und der Christus ist der Geist der Erde geworden. Also es hat begonnen, aus, ausgelöst, eben durch, durch die Himmelfahrt. Ab dem Moment beginnt er sich damit zu, zu verbinden. Und wir haben, glaube ich, das letzte Mal schon darüber gesprochen. Ja, eigentlich ist, wenn man es aus der Perspektive betrachtet, ist der Tod auf Golgatha eigentlich die Geburt des Christus als wirkliches Erdenwesen, aber jetzt nicht in, in einem beschränkt auf einen menschlichen Leib, sondern gleich mit der ganzen Erde. Und man könnte sagen, da, da wäre die äh, die Jordan-Taufe wäre so wie die Empfängnis. Jetzt kommt es herein, geht geht durch durch durchdringt die Hüllen dieses natanischen Jesuskörpers, dann stirbt er auf, auf Golgatha und damit wird er geboren als Erdenwesen. Mit, mit der Latenzzeit noch, dass das jetzt dauert bis zur, bis zur Himmelfahrt, dass er da jetzt richtig beginnt, sich zu verbinden mit der ganzen Erde. Also das heißt, es ist ein Erreifungsprozess, ein der da entsteht. Und, und, und es geht darum, dass, dass wir, wenn wir also das Pfingstfest ernst nehmen, dass wir so das Bewusstsein entwickeln: ja, ich gehe da eigentlich mit dem Christus mit, diesen Weg. Und, und dadurch dreht sich vieles einfach um. Weil man früher immer alles, was als Gutes, als Heil kommen sie einfach so gesagt, es kommt als Gnade von oben. Aber jetzt ist es, ist, ist, ist es etwas, was, was wir erfahren können, dadurch, dass wir den bewussten freien Willen entwickeln, dem Christus zu folgen auf seinem Weg, auf individuelle Weise. Das wird ja so schön ausgedrückt äh, in der Schilderung des Pfingstwunders, wenn man es so nennen will. Ja, es ist eigentlich ein, 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 ein Wunder, obwohl es ein ganz folgerichtiger Vorgang ist, aber es ist einfach ein höchst erstaunlicher Vorgang, der da passiert. Äh, diese Aufteilung des Heiligen Geistes, dieser, dieses Feuers des Heiligen Geistes in diese vielen einzelnen Funken. Und da drinnen steckt es, dass, das, dass es ganz individualisiert wird, dass das das Wichtige ist. Die, noch mehr als, als früher ist, ist auch das Erkennen der Wahrheit. Es wird ja so schön auch schon beim Christus, also wenn er vor Pilatus steht, der Pilatus fragt ihn, was ist Wahrheit? Und und der Christus antwortet im Wesentlichen: Ja, du musst es herausfinden. Also, die Leute sagen, du bist der König der Juden. Du musst es sagen. Sage du es. Du musst es erkennen. Ich kann da nicht eine fertige Antwort geben. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber dann, dann ist es eben eine individuell ergriffene Wahrheit. Nicht wie wir immer denken, was fertig ist, was jeder genau gleich nehmen kann. Das sind eigentlich die, die billigsten Wahrheiten. Das sind die, die, die am, am fernsten dem Geistigen stehen. Das wird für, für die Zukunft immer wichtiger sein. Ich meine, gerade in der griechisch-lateinischen Zeit, also zur Zeit, als Christus eben auch auf Erden lebte, war die Wahrheit ist das, das Große, was für alle genau gleich ist. Ja, das würde stimmen dann, wenn die Individualität so weit ist, dass sie die Perspektiven, die alle Menschen finden können, auf das Ganze haben könnte. Und das würde nicht ausreichen, um das Ganze zu erfassen. Also, wir, wir brauchen nicht glauben, dass ich jetzt, wenn ich meine individuelle Wahrheit erkenne, dass das schon irgendwie nur das Ganze wäre. Niemand kann das erfassen. Darum sagt der Paulus, unser Erkennen ist Stückwerk. Und, und zu mehr als zu Stückwerk zu kommen, das ist ein weiter Weg. Und bis das Ganze wirklich von jedem erkannt werden kann, schon, schon mal ein großer Schritt wird sein, wenn, wenn wir uns da. In Einigkeit zusammenfinden ist ganze Menschheit. Stellt euch vor, dass jeder Mensch sich auf den Standpunkt aller anderer auch stellen könnte. Da sind wir noch weit entfernt davon. So mit dem tiefsten Inneren. Und trotzdem wir selbst zu so bleiben. Trotzdem unsere Individualität nicht nicht, nicht zu verlieren, sondern sie zu erweitern, sodass sie die anderen mit umfasst in gewisser Weise. Es ist ein unvorstellbarer Prozess, aber auf den gehen wir zu. Auf den gehen wir zu. Das ist der, der einzige Weg, auf dem wir erreichen können, diese nächste Kulturepoche dann, die, die, die Kulturepoche nennt sie jetzt bewusster allgemeinen Menschenliebe. Es das heißt eigentlich, wörtlich heißt der Bruderliebe, Philadelphia, so, so nennt es der Johannes in, in der Apokalypse, also diese Gemeinde von Philadelphia steht als, als Punkt dafür, aber es ist wirklich eine, eine Gemeinschaft der allgemeinen Menschenliebe, sodass zumindest einzelne Menschen, hoffentlich viele einzelne Menschen, fähig sind, mit ihrem Bewusstsein die Standpunkte einer großen Menschheitsgemeinschaft erfassen zu können, verstehen zu können und trotzdem die eigene individuelle Aufgabe nicht zu verlieren, nicht zu verlieren, sie zu erkennen, wo sind meine Möglichkeiten. Und sonst wird nicht so eine Gemeinschaft entstehen, die fruchtbar und in Frieden miteinander umgehen kann. Vorher wird es sicher keinen Frieden geben und es wird ihn dann auch nur geben, wenn genügend Menschen, also diese, diese allgemeine Menschenliebe ganz konkret entwickelt haben. Und, und konkret entwickelt heißt eben wirklich dieses Verständnis zu entwickeln. Es heißt nicht, na ich bin ja eh friedlich, ich wünsche allen Menschen etwas Gutes. Das ist viel zu billig. Das ist viel zu billig. Sondern ich, der, der Kern ist eigentlich zu wissen, Uh, nicht im, im Kopf zu wissen, aber jedem Menschen, den ich be begegne, zu erkennen, was kann ich dir geben? Und was kannst du mir geben, dass ich annehmen kann, dass ich auch fähig bin, es anzunehmen? Weil wir haben es nicht nur schwer zu geben, einfach nämlich etwas zu geben, was der andere wirklich brauchen kann. Ich meine es jetzt nicht im äußeren, sondern als, als geistigen Impuls ihm geben kann, als Anregung ihm geben kann. Da müssen gar keine Worte gesprochen werden. Sondern das kann ein, einfach durch, wie man den anderen ansieht, wie man ihn anlächelt, wie man ihm die Hand gibt vielleicht oder, oder vielleicht nur an ihm vorbeigeht. Mit einem gewissen Wissen, ich erreiche dich, weil ich dich erkannt habe nicht bis in, in alle Tiefen vielleicht hinein. Das ist alles ein langer Prozess, aber das, das kann gehen. Es ist oft der Blick genügt, wo, wo, wo ich etwas wahrnehme von dem anderen. So fängt es an. Und, und wo in der Art, wie ich ihm dann begegne und genauso halt der Natur gegenüber, das gebe, was ich geben kann. Und ich kann aber eben nur dem anderen das geben, was auch brauchbar ist für ihn, wenn ich den anderen eben auch erkenne. Ich muss mich erkennen, wo meine Fähigkeiten sind und ich muss an ihm das finden, wo das, was ich geben kann, dazu passt. Das ist bitte jetzt kein komplizierter Kopfprozess. Also es wird nicht dadurch funktionieren, dass ich jetzt grübel, warte, Moment, aha, du hast mir jetzt angelächelt, warte, jetzt stoppt Zeit, aus, Unterbrechung, ich muss jetzt einmal fünf Jahre eigentlich grübeln, ja, was kann ich denn geben? Das muss spontan im Augenblick passieren können. Das ist kein Prozess des Nachdenkens. Es ist ein Prozess des Vordenkens. Vordenken heißt etwas denken, was noch nie gedacht wurde im Grunde. Das, was jetzt in der Situation passt. Die Grün, das ist ein Erkennen, das sich nicht auf das Wissen der Vergangenheit gründet, sondern auf das augenblickliche Erkennen. In dem Moment, wo es passiert. Das ist der Unterschied in der griechischen Mythologie zwischen dem Prometheus, dem Vordenker, und dem ewigen Epimetheus, dem Nach. Denken, der immer hinten nachdenkt. Aha, da ist was passiert und da haben wir jetzt unsere Theorie gemacht dazu und die weiß ich jetzt und dann schaue ich, kann ich die anwenden in der Situation. Da bin ich immer hinten nach. Da bin ich nicht in dem, was Wirklichkeit ist in Wahrheit drinnen. Weil alles, was sich berechnen lässt, alles, was sich verstandesmäßig in der Formel fassen lässt, ist immer abgestorbene Vergangenheit. Die, die Zukunft, und das ist die eigentliche Wirklichkeit, weil wirken heißt etwas tun, etwas bewirken, dadurch entsteht die Zukunft. Das Vergangene das ist das Erstorbene, das, das liegt als, als Leichnam, als Grabstein, als Fels sozusagen in der Welt herum. Aus dem wird aus sich heraus nichts, sondern es wird etwas durch das, was eigentlich noch gar keine Realität hat. Aber Wirkkraft ist. Es ist nichts, was ich irgendwo so einfach sehen könnte in der Welt. Wenn, muss ich geistig den Blick haben und schaffend dabei tätig sein. Das ist der Prometheus. Es ist zugleich ein Tun. Und damit bringe ich genau diesen geistigen Impuls in die Welt hinein, auf den die ganze geistige Welt. Dazu zählen aber auch natürlich eben unsere Mitmenschen, dazu zählen aber auch die Engelwesenheiten, egal welcher Hierarchiestufe, über uns. Dazu zählen die, die Elementarwesen, die, die, die Geistwesen, die, die, die mit, den, mit den Pflanzen, mit den Tieren, mit den Steinen zu tun haben, alles das, alles das wartet darauf. Manche bewusster, manche weniger bewusster, aber, aber alle warten darauf, dass, dass damit etwas passiert und damit die Welt einen Schritt weiterkommt. Und, und das ist halt das große Problem, weil äh, gerade dieses Nachdenken, also dieses Hängen immer an den Erkenntnissen der Vergangenheit und die Konservieren. Ich schimpfe nicht darüber, es ist schon gut, ich, ich habe auch viel Bücher, ich sitze in meiner Bibliothek hinter mir und es gibt genug. Nur, man kann das alles studieren, natürlich soll man auch. Nur im entscheidenden Moment sage ich, okay, ich habe an dem viel erfahren, aber jetzt brauche ich was Neues. Der wirkliche Impuls, der der die Zukunft gestaltet, muss was Neues sein. Ich habe an dem Orientierungshilfen gefunden, alles Mögliche. Es hat mich zu allen möglichen Erfahrungen dann vielleicht auch hingeleitet. Aber ankommen tut es auf den Schritt, der darüber hinausgeht. Dort bin ich in der Wirklichkeit. Bin ich in der Wirklichkeit des Geistes? Bin ich in der Wirklichkeit des eigenen Ichs drinnen? Bin ich in der... Möglichkeit der Wirklichkeit der anderen geistigen Wesen zu begegnen, mich auszutauschen mit ihnen. Und das ist, ist die, die Grundlage dafür überhaupt, wie wir zum Beispiel mit der Natur in der Zukunft weiter umgehen. Und, und ihr wisst, wir haben es schon oft gesprochen: Es, es wartet eine Aufgabe auf uns. Also es, es wird die Natur wird vorzeitig zugrunde gehen, wenn wir nicht ihr neue Kräfte zuführen. Also es reicht nicht nur zu unterlassen, all die Sünden, die wir jetzt im äußeren Begehen, haben wir sicher genug begangen, ist keine Frage, aber das ist viel, viel zu wenig. Es reicht nicht aus. Also in der biologisch dynamischen Landwirtschaft weiß man das so, so gut, dass, dass die Natur, der Boden braucht die Bearbeitung durch den Menschen. Wenn, wenn der Mensch nicht ist, einfach ein ungenütztes Land, ein, ein Wald, in dem niemand was tut, der stirbt in Wahrheit vor sich hin. Er modert vor sich hin. Er ist nicht ein, ein Boden, der jung und kräftig und lebendig werden kann. Das war mal in der Vergangenheit. Das war immer in der Vergangenheit. Und in Wahrheit war es auch damals nur dadurch, dass der Mensch in der Zeit, als er noch gar nicht in der körperlichen Form da war, wie wir heute sind, gearbeitet hat, ganz intensiv auch an der, an der Natur, an der Welt. Und, und jetzt sind wir halt in die körperliche Form hineingekommen und. Seit wir in die körperliche Form hineingekommen sind, ist es schwerer geworden, in Wahrheit an der Natur zu arbeiten. Weil wir sind jetzt übergegangen, dadurch äußerlich an ihr zu arbeiten, nicht mehr geistig zunächst einmal an ihr zu arbeiten. Und das müssen wir wieder lernen. Wir tun es natürlich bis zu einem gewissen Grad im Leben zwischen Tod und neuer Geburt, darüber haben wir schon gesprochen. Aber die Frage ist, bringen wir die richtigen Kräfte dort hinein oder nicht. Und wir können sie nur hineinbringen, wenn wir schöpferisch aus unserem Ich diese Kräfte hervorbringen. Aber das ist nichts, wo Sie irgendwer jetzt fragen sollen, ja bitte, aber jetzt sag mir doch, wie soll ich das tun. Im Grunde ist, 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 ist das Geheimnis, den, den Sprung in den Abgrund zu wagen. In den Abgrund meine ich, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, ich weiß es nicht. Aber ich verbinde mich mit der Welt, mit den Menschen, mit meinem Umfeld, mit meinem Berufsfeld, wo immer ich stehe, ich verbinde mich damit. Ich gehe mit diesem Ahnen, mit diesem Mitfühlen einmal hinein. Und dann hat mein Ich die Chance, einmal ahnend, träumend, schlafend zu, zu ergreifen, was notwendig ist. Und, und indem ich es jetzt mir zu, zum Wachbewusstsein bringe, erwacht, plötzlich wie ein Funke, kommt es ins Bewusstsein und ich weiß, was ich tun muss. Das heißt, eigentlich ich, in dem Moment, wo ich es tue, weiß ich es. Und nachher so, toll, ich habe gerade das Richtige getroffen. Und der andere sagt da genau das war's. Aber da gehört der Mut, zu, sich einzugestehen: Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, ich weiß es nicht. Ich kann es eigentlich gar nicht wissen, weil es einen neuen Impuls verlangt. Und den muss ich erst schaffen. Und, und das Pfingstfest ist halt so, so das Fest, das uns aufmerksam machen will, dass wir das können. Dank des Erdenlebens des Christus, dank dessen, dass er durch das Mysterium von Golgatha gegangen ist, dass er die Auferstehung erlebt hat, sich Zunächst den Jüngern gezeigt hat in dieser Gestalt, aber auch über diese Gestalt in der Form hinausgewachsen ist, sich verbunden hat mit der Erde, begonnen hat sich zu verbinden mit der Erde. Dadurch ist auch die Erde eine ganz andere geworden und dadurch ist aber auch für uns, indem wir uns mit dem Christus verbinden, eine ganz andere Möglichkeit, wieder da uns mit der Erde zu verbinden und für sie etwas zu tun. Unmittelbar mit dem Christus. Also. Wie soll ich sagen, in den alten Kulten, wo man auch also halt geistige Kräfte heruntergeholt hat und das auch ja irgendwie in die Natur hineingetragen hat. Aber es ist noch etwas anderes, wenn wir jetzt mit dem Christus gemeinsam eigentlich aus der Erde hervorholen und damit die Zukunft vorbereiten. Es das, das war ein Weg einmal des Abstiegs herunter da. Und wir steigen noch tiefer in Wahrheit, äh, der Christus und wir können es mit ihm sozusagen in, in die Tiefe der Erde, in die geistige Tiefe der Erde, um die komplett zu verwandeln. Und, und nämlich wirklich jetzt durch unseren Beitrag, durch unseren ganz individuellen Beitrag, den jeder leisten kann. Und. Ich denke, was halt wirklich eben so schwer zu verstehen ist, wo man immer fragt, ja, wie tue ich das? Es ist wirklich, ja, mir fällt der, der Ausspruch aus dem Faust ein, wo der, der Mephisto ihm spricht, ja du, also im, im zweiten Teil, wo das Wort zu den Müttern gehen soll, zu den Müttern, ins Reich der Mütter. Die Mütter sind aber in, in Wahrheit das Reich der Vergangenheit. Und eigentlich gehst du aber da ins Nichts hinein. Du wirst den Schritt nicht hören, den du tust, den Weg nicht sehen, auf dem du gehst. Du wirst nichts. Nichts. Alles, du wirst im, im Nichts schweben. Und dann sagt der Faust: In deinem Nichts hoffe ich, das All zu finden. In deinem Nichts hoffe ich, das All zu finden. Und. und Genauer geht es eigentlich darum, ich finde meinen Beitrag, den ich leisten kann zu dem Ganzen. Und das geht es eigentlich in Wahrheit. Und, und darum musste also der, der Christus dem Blick der, der Apostel entzogen werden. Aber vielleicht lesen wir es als Vorbereitung für das Pfingstfest. Und als sich die Zeit der fünfzig Tage erfüllte, erwarteten sie in gemeinsamer Andacht den Anbruch des Pfingstfestes. Da ertönte plötzlich aus den geistigen Höhen ein Laut wie das Brausen eines mächtigen Windes und erfüllte das ganze Haus, darin sie versammelt waren. Und es erschienen ihrem Schauen, Feuerzungen wie Flammen, die sich zerteilten, bis sie auf einem jeden einzelnen von ihnen zur Ruhe kamen. Und sie wurden alle vom Heiligen Geiste erfüllt und begannen in fremden Zungen zu sprechen. Jeder sprach das aus, was der Geist ihm eingab. Dann geht's noch weiter. Es wohnten damals in Jerusalem Juden, dem Geist ergebene Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als jene Stimme ertönte, eilten sie in großer Zahl zusammen und jeder hörte sie bestürzt in seiner eigenen Sprache sprechen. Vor Staunen außer sich sprachen sie siehe, sind nicht alle, die da sprechen, Galiläer? Wie kann es sein, dass wir sie jeder in der Sprache sprechen hören, in welcher er geboren ist? Und, und so weiter und so weiter. Bis daher genügt es eigentlich. Seht ihr, es besteht die Kunst geistig. Nicht jetzt, dass, dass jetzt plötzlich... Kann nicht die Sprache oder will sich hundert Sprachen gelernt über Nacht oder so, um das geht es nicht. Sondern die Art, wie er sich äußert, wie er sich dem anderen zuwendet, ist so, dass ich damit den anderen erreiche. Weil ich aus seinem Wesen heraus spreche. Und, und das, was ich gebe, ich sage ihm nicht das, was ich über irgendetwas meine, sondern ich Spreche aus seinem Wesen und für sein Wesen, aber bereichert mit dem, was ich geben kann dazu. Das, das ist das Wesentliche und das ist nicht, nicht in einem anderen vielleicht jetzt irgendeine Lehre aufzuoktorieren oder ihm gescheite Ratschläge zu geben, was du tun sollst. Ja, weil damit kann man in, in, in Wahrheit dann anderen Menschen am allerwenigsten helfen. Also, einer hat ein Wehwehchen, ja, du, ich hab das Hausmittel, ich hab das Hausmittel. Der andere sagt wieder jenes und dieses. Wenn man Glück hat, trifft es einmal. Sondern also die Kunst heißt, das zu finden, die Anregung zu geben, die, die der wirklich braucht, die ihm passt, die zu ihm passt und die ganz neu geschöpft ist. Ich habe euch ja schon erzählt, es wird schneller als wir denken, die Zeit kommen und die Zeit kommen müssen, wo die Medizin eine gewaltige Veränderung erfahren wird. Die Medizin, also so wie sie jetzt ist, ist in einem Endstadium. Das sieht man auch schon daran, dass alles mit Technik, mit, mit toten Dingen eigentlich gemacht wird, das meiste. Das Allermeiste, das immer mehr noch verschwindet, da der gute Hausarzt, der sich noch einfühlen konnte in den Patienten, sondern statt den Patienten anzuschauen, studiert er, was das Laborergebnis ist. Und dann liest er nach und sagt, ja, könnte das und das sein. Und den Patienten sieht er eigentlich gar nicht. Man kann natürlich mit der Technik ein paar Zaubertricks erreichen, das ist schon richtig, aber eine wirkliche Heilung, Passiert damit nicht. Damit will ich jetzt gar nicht äh, die Medizin, wie sie jetzt ist, schlecht machen oder was. Im Moment haben wir noch nichts anderes. Weil äh, irgendein Hokuspokus, dass wir sagen: Ja, so, du, werde gesund, werde gesund, werde gesund. Äh, und ich kreise und kreise, das wird in den meisten Fällen auch nichts mehr nützen. Und wenn es, es gibt schon noch Menschen, die diese alten Begabungen haben und, und äh, die, die sich wirklich äh, dann in trance-versetzen im grunde verbinden wirklich mit dem anderen, aber selbst, und das ist der große unterschied, dabei ganz das bewusstsein ausschalten. also es wirkt dann etwas, das heißt es passiert dadurch, ja, ich versetze mich intuitiv in den anderen, ich versetze mich in die geistigen wesen, die ihn begleiten, auch vielleicht die, die negativen, die vielleicht drinnen stören, und aus dem heraus kommt jetzt der impuls, was, die ich dem zuführen kann. Aber es ist nicht aus dem wachen Bewusstsein, nicht aus der Freiheit heraus und das reicht für die Zukunft nicht mehr. Wir sind, äh, so kann man oder konnte man nachhaltig noch heilen in einer Zeit, äh, wo der Mensch noch nicht so herausgefallen war aus dem Naturganzen, wie er heute herausgefallen ist. Wir, wir sind eigentlich sehr stark aus, aus dieser Verbundenheit mit der Natur herausgefallen. Und da sind diese Dinge, diese alten Kräfte, haben keine Zukunft mehr. Also sie werden sicher noch ein, zwei Jahrhunderte vielleicht oder länger da und dort funktionieren, aber es ist nicht der Weg in die Zukunft. Der Weg in die Zukunft wird vielmehr darin bestehen, dass bevor überhaupt... Krankheiten, ich meine, das wird der Idealpunkt sein, dass Krankheiten gar nicht entstehen, sondern dass in der Art, wie Menschen einander begegnen und einander etwas geben können, dass das einen ganz konkret heilenden, gesund, gesundenden, gesund erhaltenden Effekt hat. Und je, je mehr wir in unserem Bewusstsein im Aufwachen für dieses individuelle Geistige, in dem wir aber spüren die, die Verbindung mit dem Christus, umso mehr werden wir diese heilenden Kräfte ausstrahlen einfach. Das heißt, irgendwann wird es so hingehen, dass es im Prinzip nicht gibt, aha, es gibt jetzt den Beruf des Arztes, der hat jetzt so und so viele Jahre studiert, sondern da heißt, er hat so viele Jahre sich geistig geschult. Dass er den, sich mit dem anderen wirklich verbinden kann. Und es werden, wenn es gut läuft, viel, viel mehr Menschen Ärzte sein, ohne dass man jetzt zu einer Behandlung in dem Sinn hingeht. Sondern das ist eigentlich durch die Begegnungen passiert. Das, das wird das große Ziel sein. Ich meine, dort, wo es nicht so leicht funktionieren wird, ist, ist dort halt, wo Menschen schon sehr stark verbunden sind mit den Widersacherkräften. Dort wird sehr schwer anzukommen sein, weil natürlich, was man nicht, was man Menschen niemals ersparen kann, ist, ist, ist namentlich halt die, die Last seines, seines Karmas, äh, das er mit sich trägt, dadurch, dass er den, den Widersachern sich zu sehr hingegeben hat. Und man kann eben. Alle Hilfe dem Menschen geben, alle Unterstützung, aber man kann eines nicht: man kann nicht sein Karma für ihn auflösen. Man kann ihm bessere Bedingungen schaffen. Und, und äh, es ist halt dann äh, manchmal, wenn, wenn Menschen vor allem über viele Inkarnationen versäumt haben, das Vergangene aufzuarbeiten. Karma ist eben. Äh, immer weniger eigentlich das, was einfach so fahrplanmäßig funktioniert. Aber ich habe mir in der geistigen Welt vorgenommen, dass das, das wird aufgearbeitet. Für das sollten meine Kräfte äh, erreichen. Das ist alles so passiert, dass wir es im Leben eigentlich verschlafen, es passiert uns heute halt. Dann habe ich heute halt einmal irgendein Unfall oder, oder irgendwas geht mir total schief oder ich, ich fliege aus eigenem Verschulden bei der Firma raus und stehe plötzlich ohne irgendwas da. Aber ich habe das eh schon öfter erzählt, es wird in der Zukunft, besteht die Gefahr, dass das immer weniger funktionieren wird, weil das Karma ausgeglichen wird dadurch, dass wir einen Schubs kriegen und in eine schwierige Situation gestoßen werden, ist eine Hilfe von den guten Göttern. Also wenn wir jetzt eine Krankheit, eine schwere, vielleicht sogar tödliche Krankheit kriegen, dann ist die Ursache, sind die Widersacher, aber die machen uns nicht krank, sondern die Krankheit lassen zu, die oben, die oberen. Die lassen es zu, damit wir die Chance haben, in dem heute halt wenigstens jetzt, was endlich in unserem Organismus zerstört wird, an dem aufzuwachen zu unserer Aufgabe, die wir haben. Die Krankheit ist eigentlich das, was uns die geistige Welt geschickt hat, um unsere Aufgabe zu lösen. Nur das wird in der Zukunft deswegen weniger funktionieren, weil... Die Widersacher alles dazu tun werden, dass uns das meiste von dem erspart bleibt. Und dann wachen wir nicht auf. Dazu zählt eben auch äh, der Weg, der, ein, ein Weg, der sicher auch weitergehen wird, halt die immer mehr technisierte Medizin bis hin zum Transhumanismus und so weiter, wo dann wirklich große Teile des Körpers ausgetauscht werden irgendwo und, und, und damit damit eine Lösung geschaffen wird und das dann womöglich nur relativ schmerzfrei und, und ohne Probleme. Diese Richtung wird sich auch entwickeln. Das ist aber die Widersacherrichtung. Ich meine, wieder auch, aber mit einem gewissen Vorbehalt äh, gesagt, es wird beides kommen, es muss beides kommen. Es wird Übergangsphasen geben, wo manches auch durchaus nützlich ist. Ich meine, ja, wenn einer eine bessere Prothese oder was kriegt oder ein Querschnitt gelähmt dadurch, durch einen technischen Apparat wieder gehen kann und an dem sie wir nahe dran. Also die Ansätze gibt es und mit erstaunlichen Ergebnissen, weil dann selbst dadurch, dass das jetzt elektronisch überbrückt wird, die Nervenleitungen äh, fangen die abgerissenen Nerven wieder an zu wachsen. Also ganz was Tolles. Also bitte denkt nicht, dass ich jetzt also diese Technik verteufle einfach. Nur es ist einfach in dem immer drinnen die Gefahr, dass wir gekettet werden und das Reich der Widersacher, weil die wollen uns einfach ja im Grunde auf, in alle Ewigkeit fesseln an das materielle Reich, so wie es jetzt ist. Und das wäre eine Endstation. Dass der da wäre keine wirkliche Weiterentwicklung möglich. Das ist das, was die soratischen Mächte vor allem wollen und an eine, ja, die, die Erde verewigen in materieller Form im Grunde, mit, mit ja, höchster Raffinesse, wie auch immer, aber damit würde die geistige Entwicklung völlig ersterben. Völlig ersterben. Und es wird aber eben das andere kommen, äh, eben zum Beispiel auch im, im medizinischen Bereich, so wie ich es erzählt habe, dass, dass das Heilende wirklich von Mensch zu Mensch ausströmt, von einem zum anderen. Und, und wenn das in, in, in einer Gemeinschaft lebt, dann werden auch gewisse Krankheiten gar nicht auftreten. Und dann wird auch die Stimmung da sein, äh, nämlich... Ein Mensch, der so weit ist, ist dann auch so weit, dass er beginnt, sein Karma zu erkennen und erfüllen zu wollen. Auf seine Art Karma erfüllen heißt ja nicht: Ach, uh, ich war so böse in der Vergangenheit, ich habe so vielen Menschen wehgetan. Also warte, jetzt muss ich eine ganze Inkarnation nur leiden, 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 leiden und dann, dann bin ich bestraft. Dafür Karma ist keine Strafe. Das ist völlig falsch, Karma als Strafe zu sehen. Karma ist nichts anderes als dass uns die Chance geboten wird, äh, aus den Fehlern, die wir gemacht haben, zu lernen. Und um das geht Nicht zu leiden unter dem. Das, das, das ist vielleicht unsere kleinliche Vorstellung, die ja auch im Egoismus kommt, die aber weit verbreitet ist. Also du hast mir weh getan, ich dich das dir, dass da auch so weh tut. Ist doch oft so. Nicht, ich wünsche dir das Beste. Du hast mir weh... Eigentlich müsste ich sagen, gut, du hast mir Schaden zugefügt, aber ich wünsche dir das Allerbeste. Das ist das, was der Christus eigentlich wollte. Jedenfalls nicht, nicht den anderen und egal wie schuldig er geworden ist, ihn, ihn jetzt leiden zu lassen. Das Leid müsste eigentlich der andere, und Leid meine ich jetzt im sehr weiten Sinne die Anstrengung eigentlich, um das, was man heute halt selber verbrochen hat, gut zu machen, gut zu machen, nämlich auch am eigenen Wesen vor allem. Weil für die ganze Welt kann es eh nicht. Ich meine, dass jetzt irgendein Unfall passiert ist und Ding, und, und die Schäden, die dadurch entstanden sind, die kann ich eh nicht ohne weiteres wegschaffen. Und dass ein Mensch gestorben ist dabei, das kann ich nicht wegschaffen. Aber. Aber ich muss das, was in der Seelenwelt zurückgeblieben ist, an Zerstörtem, im, im Astralischen eigentlich, weil das, da, da steckt das Karma drin. Das in der Seelenwelt, einmal in meiner Seelenwelt, was zerstört wurde, aber in der Seelenwelt überhaupt auch, weil es geht ja dann hinaus in die Welt. Und, und darum ist ja mittlerweile in Wahrheit, wenn man die, die Erde seelisch anschaut, also wie schaut es denn da seelisch aus, die Seelenatmosphäre der Erde, dann ist es in gewisser Weise eine schwarze Glocke, die da drüber ist. Und trotzdem ist da drunter, gerade durch das Mysterium von Golgatha, ein Licht aufgebrochen, das im Grunde aus der Erde herausleuchtet. Und das, das, ich meine, im, im Moment des, des Kreuzes Todes auf Golgatha ist dort ein, ein goldenes Licht aufgegangen, so könnte man es schildern. Und, und das ist einmal ein Stern, der dort aufgeleuchtet ist. Ich meine, jetzt ist es ein, ein mildes, leuchtendes da ist, aber es ist zugedeckt von einer sehr, sehr dunklen Hülle. Und für die sind aber wir zuständig. Einmal durch unser Karma, das wir mitgebracht haben aus der Vergangenheit und das wir ablegen. Und dieses Schwarze können nur wir auflösen. Wir, wir. Wir, die Menschen, die es getan haben. Und, und die, die Widersacher, gerade die, die soratischen Wesenheiten, ja, die tun halt alles dazu, dass wir es nicht tun, dass wir das nicht auflösen. Das ist ja gerade die Welt, die sie haben wollen. Die wollen ja gerade diese, diese Dunkelwelt eigentlich. Und eben gerade eben die soratischen, die, die, die arimanischen, die asurischen Wesenheiten, also die Geister der Finsternis. Die wollen eigentlich diese, Finst diese geistig finstere Welt. Geistig finster heißt, dass dieses. Geistig-schöpferisch produktive Licht. Licht ist ja nur ein Bild dafür. Man darf nicht die äußeren Glühlampen oder nicht einmal die Sonnenlampe, Sonnenlampe sage ich jetzt ganz bewusst, dafür nehmen. Also das äußere Sonnenlicht dafür nehmen. Sondern es ist die geistig-schöpferische Kraft, die da drinnen ist, die Ich-Kraft, die schöpferische Ich-Kraft, makrokosmisch oder eben mikrokosmisch. Und, und die wollen ja halt die, die Widersacher im Grunde zum Ersticken bringen. Und das sollte halt nicht passieren, aber das liegt in unserer Hand. Das liegt in unserer Hand. Aber, aber eben, was die Widersacher anstreben, ist, dass sie eben schauen, dass wir eben nicht die, vielleicht halt auch, Schmerz, Leid, Kummer äh, durchmachen, dass wir durch unser Karma eigentlich durchmachen müssten, in gewisser Weise, um das aufzulösen. Und der Schmerz entsteht im Grunde dadurch, dass, dass es halt einfach eine Schwerarbeit ist, diese Dinge umzuwandeln. Aber das heißt, Geist selbst ausbilden. Das heißt, diese, diese Feuerzunge, die die da auf uns herabgesunken ist, das, das anzufachen, weiter anzufachen, dieses Feuer des Heiligen Geistes. Bis wir selber so eine, eine lodernde Flamme des, des Heiligen Geistes sind, selber so ein Heiler Geist sind. Und, und eigentlich ist es eben dieses Geist selbst, um das es geht. Also ein, ein durchgeistigtes Astralisches, ein, ein nicht nur geläutert ist dadurch, dass ich heute halt das Schwarze herausgeworfen habe, sondern es völlig ins Nichts geworfen habe und aus dem neu geschaffen habe. Und wieder, bitte, fragt nicht die, ja, aber bitte, wie geht denn das? Es, es gehört nur der Mut dazu, der Mut sich auf dieses, ich weiß es überhaupt nicht, auf dieses Nichts sich einzulassen. Eine andere Betriebsanleitung gibt es eigentlich im, im Grunde dazu. Wir, wir können sicher und werden auch in der Zukunft äh, noch sprechen, äh, wie man sich vorbereiten kann, dass diese Kraft, dass dieses Vertrauen entstehen kann. Und dazu ist sicher ein, ein wichtiger Weg. Ja, sich mit der Bibel vielleicht auseinanderzusetzen, aber da muss man sie auch immer wirklich verstehen. Es ist heute oft die Schwierigkeit, dass man liest es und man denkt sich, ja, was ist denn jetzt genau gemeint? So, so die Grundgeschichte kann man zwar erfassen, aber, aber äh, bei den Details wird es dann schwierig. Und, und für die Zukunft ist es eben wichtig, dass wir es aber ganz mit Bewusstsein erfassen. Es wird nicht mehr reichen, wie es in der Vergangenheit teilweise noch war, bis noch heute ist. Ich sage, ja, ich studiere das und es wirkt halt einfach in mir und dadurch werde ich ein besserer Mensch. Aber es kommt immer mehr die Zeit, dass ich es auch ganz wach bewusst ergreifen muss. Im, im Sinne, Verstehen ist vielleicht das falsche Wort, weil es ist kein verstandesmäßiges Erfassen und um das geht es eigentlich gar nicht. Aber um ein klares, klares Bewusstes erkennen, das ist es, was ich da lese. Das sagt mir ganz klar: Ich erkenne, das kann ich, das muss ich, das will ich tun. Muss, weil ich will. Damit wird auch jeder die Geschichte anders lesen, weil er seine Aufgabe herausliest. Es ist keine allgemeine Aufgabe für jeden die gleiche, sondern man liest es und das Verständnis wird bedeuten, ich erkenne hier, jetzt, in dem Moment meine Aufgabe, die ich erfüllen kann und erfüllen will, aus vollkommener Freiheit heraus. Aber da muss wegkommen, dass. Aha, aber die haben wir das jetzt angehört in der Kirche. Es hat gewirkt unbewusst irgendwie und dadurch sind viele Menschen zu besseren Menschen geworden. Das war eine große Aufgabe der Kirche. Dort, wo es das Schiff gegangen ist, aber es war eine große Aufgabe. Nur dieses Unbewusste wird nimmer lang funktionieren. Das ist das große Problem, dass das in wahrscheinlich 100 spätestens 200 Jahren nicht mehr funktioniert, dann liest man es und sagt, aha, ja, was soll ich jetzt damit machen mit dem? Man versteht es nicht mehr in dem Sinn, dass man nicht mehr erkennt, was sind meine Möglichkeiten, die habe. Und, und nur der Punkt, wenn das Neue kommt, dann kann ich die Schrift verstehen wieder, nämlich in diesem Sinne schöpferisch etwas daraus machen, was ich tun kann. Aber es wird auch so weit sein, dass ich nicht einmal die Schrift brauche, sondern das ist unmittelbar, dass das es unmittelbar aus dem Erleben kommt mit dem Christus gemeinsam, der in mir ist. Und dieses Geist selbst, das entsteht, ist etwas, wo der Christus dabei ist, der Christusgeist. Der wirkt ja dadurch. Er wirkt mit und durch mein Ich aber ohne mich unfrei zu machen, sondern ein, ein Teil der Christuskraft sozusagen steht mir zur Verfügung. Das ist die Begegnung. Aber die, diesen Christus finde ich nicht mit irgendeiner Form des alten Hellsehens. Also ich kann eigentlich dem, dem, dem Christus also jetzt die Begegnung mit dem ätherischen Christus, die ja jetzt in unserer Zeit, also schon seit einiger Zeit möglich ist und viele Menschen haben ihn auch erlebt, also namentlich in den Schreckenszeiten des Zweiten Weltkrieges und so und, und, und alles, was da drum herum ist. Und, und es waren keineswegs nur Menschen, die, die jetzt Christen waren, im Sinne von, dass sie zu irgendeiner christlichen Kirche kämen. Klarerweise viele Juden gerade dabei, weil die sehr viel leiden mussten unter dem. Aber im Grunde konnten es Menschen erleben, die geistig wach genug waren. Und die vielleicht gerade in dieser Not ganz besonders aufgewacht sind. In der Not vor allem, auch nicht nur der eigenen, sondern auch im Miterleben der Not der anderen. Also in den KZs oder dergleichen zum Beispiel. Da ging es nicht nur ums eigene Leid, sondern auch dauernd das Leid der anderen zu sehen. Das ist ja eine, eine, eine düstere Atmosphäre, die da, die da herrscht. Das, das ist so diese Widersacher-Atmosphäre. Und die liegt aber heute überall drüber. Wir sehen sie nur nicht äußerlich. Aber es ist der geistige Schleier, der darüber liegt. Ich meine, es ist, es ist, es ist in gewisser Weise, wenn ich es jetzt sehe, die, die Wirkung der Widersacher, ist die ganze Erde halt so ein Konzentrationslager, wo wir alle eingesperrt sind. Und, und äh, äh, es werden nur die, 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 die Fesseln, mit denen wir da daran gefesselt sind, werden mit Blumen verziert, sozusagen irgendwie. Und, und äh, weil die Widersacher sind halt schlau. Sie sind halt schlau. Sie wissen, was unser Ego will und sie füttern unser Ego und das Ego ist glücklich. Und merkt nicht, dass es immer mehr in die Dunkelheit stolpert. Und, und nicht merkt, dass es das Licht hätte, diese Dunkelheit aufzuhellen. Und das scheut sozusagen das eigene Lamperl nicht ein. Aber das ist auch, also dieser. Dieser Mut, eben in dieses Nichts, in diese vollkommene geistige Dunkelheit zu gehen, zu sagen: Ich weiß überhaupt nicht, was mich dort erwartet. Ich weiß gar nichts. Und ich gehe darauf hinein, weil ich vertraue auf die Kraft des eigenen Ich, mit, der, mit dem der Christus verbunden ist. Das ist Gottvertrauen dann. Und ich meine, das wird sicher noch eine Zeit dauern, bis mehr und mehr Menschen dieses, diese Art von Geistvertrauen finden und, und dass der Übergang erfolgt, von dem die Hilfe kommt von oben. Die Hilfe kommt, bildlich gesprochen, von da drinnen, weil da ist der Christus und er ist in der Tiefe der Erde, er ist nicht dort oben. Dort finde ich ihn eigentlich nicht. Und dann wird aus dem eben, wie es eben in Notsituationen schon entstanden ist, also dieses Erlebnis des, des ätherischen Christus kommen, aber dann kann es auch ganz bewusst kommen, ohne dass eine Notsituation da ist, wo es eigentlich etwas ja, ganz Normales wird, dass mich eigentlich der Christus begleitet. Es ist ja nichts anderes als das dessen gewahr zu werden, dass er mich begleitet. Das, das ist, 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 es ist dieses, wie soll ich sagen, dieses, was ja dann eigentlich ein neues Hellsehen ist, dieses Erleben des, des ätherischen Christus, aber das kann auch auf, auf viel bescheidenere Art kommen. Es ist, es fängt an damit, dass die Gewissheit da ist, erstens, mein Ich ist es unzerstörbar, es ist gleich dem göttlichen Ich und der Christus ist mit mir. Und diese ganze Kraft, wie wir es immer wieder gesagt haben, wie, es, wie sie auch da im, im Neuen Testament steht, und die gleiche Vollmacht des Ich soll ihm eigen sein, die ich, der Christus, von meinem Vater empfangen habe. Den frühen Vorträgen habe ich das fast jedes Mal wiederholt und ich denke, es ist jetzt gerade, gerade weil Pfingsten jetzt auf uns zukommt, wieder äh, Zeit, äh, uns das bewusst zu machen, weil das, das ist das Wichtigste. Es ist, es ist heute... Die, 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 die eigentliche Hilfe kommt... Von da, von dem Ich, das mit dem Christus verbunden ist, bei allem. Und es wird immer mehr kommen, in, in allen Notlagen. Und dann sind trotzdem auch die anderen Menschen da, die jetzt im Äußeren einen unterstützen, die dir die Impulse geben und du auch bereit bist, sie richtig aufzunehmen. Weil wir nehmen nicht richtig was auf, wenn uns einer irgendein ein gescheiter Ratschler gibt: mach so oder so. Das, wir müssen es machen, dass es unserer Individualität entspricht. Das heißt, dann müssen wir, es kann schon gut sein, dass uns wer irgendwas sagt, aber dann muss ich wissen, ich nehme es so auf, dass ich es auf meine eigene Art mache und dass ich auch wach genug bin, zu spüren, ob das jetzt passt oder nicht passt. Weil es wird nicht immer gleich auf Anhieb funktionieren. Am Anfang wird es, weil wir spintisieren uns ja dann viel zusammen und reden uns ein, wie es sein sollte und wie es funktionieren sollte. Und, und das Großartige ist, diese geistige Wahrnehmung, die damit da ist. Und da brauchen wir jetzt gar nicht Hellsehen reden oder was, es ist, es ist wurscht auf welche Art, es ist ein Wissen, das entsteht und zwar unmittelbar aus, aus, der, aus der geistigen Erfahrung heraus. Äh, dann weiß man, das ist jetzt richtig. Und man kann dann auch sagen, warum. Man kann es halt dann sogar sich selbst erklären oder man könnte es auch einem anderen erklären. Ob es der dann mitkriegt, ist ein anderes Kapitel. Aber weil, wenn, wer nicht offen ist dafür, wird das nicht mitkriegen. Aber man weiß in dem Moment, dass es richtig ist und warum es richtig ist. Und, und in dem ist schon eine Christusbegegnung drinnen. In dem ist schon die Christusbegegnung drinnen. Dass dieses ganz klare Wissen, da ist sozusagen, man hat das Gefühl, so jetzt legt der Christus die Hand auf die Schulter und sagt, ja, das ist es. Weil dann bist du ganz bei dir selbst und dann bist du ganz auch bei dem Christus. Ob ich jetzt da irgendeine Gestalt vor mir sehe oder nicht, ist nicht das Entscheidende. Weil die, die jetzt jahrzehntelang warten, was man sieht es endlich. Die werden wahrscheinlich am allermeisten vergeblich warten, weil es ganz anders auch erscheinen kann. Und, und es ist in keinem Fall, egal was uns erscheinen mag, richtig, wenn ich nicht diese klare Sicherheit aus meinem Ich heraus habe: Ja, das ist es. Das ist richtig. Das, das will ich tun jetzt. Das ist halt der Unterschied zwischen Prometheus und Epimetheus. Entweder der Epimetheus ist ja der, der, der ja auch bekanntlich die Büchse der Pandora trotz des guten Errates des Prometheus öffnet. Und alle Übel der Welt kommen, kommen heraus. Alle Übel der Welt kommen heraus. Und bis auf eine, eins bleibt drinnen in der Büchse, die Hoffnung. Die Hoffnung, also es, es bestehen noch Chancen für die Zukunft und die bestehen ganz, ganz stark. Und, und erst recht durch das Erdenleben des, des Christus und dass er sich mit der Erde verbunden hat. Und mit dem Bewusstsein brauchen wir uns vor nichts mehr fürchten in Wahrheit. Das heißt nicht, dass alles leicht wird, aber, aber wir haben die Kraft, die Welt mit dem Christus gemeinsam ins Licht zu führen und, äh, und umzudrehen diesen eigentlich tiefen Fall, der heute halt durch die Widersacher bedingt ist, mit dem wir mitgezogen wurden. Ich meine, wir stecken schon ziemlich. Ziemlich drinnen im dunklen Bereich. Also wir stehen eigentlich so, wenn immer ich mein es geistig kann, schon immer auf der Erde sondern wir stecken schon bis daher in, in der schwarzen Soße drinnen. Und das und Stück schaut nur raus oben. Und äh, dass es so weit gekommen ist und dass das natürlich also vielleicht mit einer gewissen Notwendigkeit so passieren musste oder nicht anders ging, geht weit zurück. Und damit, wir haben ja nur ein bisschen Zeit, dann können wir jetzt einmal anschließen, wirklich an das Thema von, vom letzten Mal. Ich wollte euch ein bisschen erzählen vom Buch Henoch, beziehungsweise, weil es dort auch um eine... eine Entrückung geht. Jetzt habe ich euch heute erzählt, also die Entrückung des, des Christus im Sinne der Himmelfahrt war was ganz was anderes. Und, und sie besteht also darin, sich eben mit der Erde zu verbinden, aber diese Erde ist eben zugleich auch das Reich der Widersacher und Gott der finstersten Widersacher. Und das heißt also, damit muss man sie auch verbinden und die Geschichte beginnt aber jetzt bevor wir aufs Buch Henoch näher eingehen möchte ich mal zur Bibel gehen da steht nämlich ein Teil, ein kleiner Teil dessen drinnen, um was es auch im Buch Henoch geht. Ich werde dann mit euch nicht das ganze Buch Henoch durchmachen. Das ist riesig lang. Es sind viele Aspekte drin. Es ist nicht alles so, so überzeugend. Es, es ist, hat ein gewisses Recht, dass es zu den Apokryphen gezählt wird und nicht in den offiziellen Kanon aufgenommen ist. Aber es sind sehr interessante Aspekte drinnen. Das ist also wirklich die erste. Festgehaltene oder zumindest was man heute weiß, äh, apokalyptische Schrift. Geht zurück, also so, wenn ich mich recht erinnere, aufs dritte Jahrhundert vor Christus etwa. Also die äh, äh, Ezechiel, die äh, Thronwagenvision vom Ezechiel ist, ist später. Äh, Es ist die Apokalypse, also die eigentliche Apokalypse des Johannes ist, ist später, aber das alles sind Vorbereitungsschriften. Es ist das Daniel in der Löwengrube und, und die Apokalypse des Daniel. Das sind ja auch ganz apokalyptische Schilderungen. Das ist alles also nach dem Buch Henoch und vor der Apokalypse des Johannes. Also der bringt dann diesen Impuls, der, 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 der da hineingekommen ist. Äh, ja, zur Blüte möchte ich sagen, zur Reife zur, zur also als Anstoß. Und es ist nicht zufällig, dass dieses Buch, Buch Henoch steht eigentlich genau an der Stelle, also fast ganz exakt an der Stelle, oder beschreibt ganz exakt den, den Punkt, wo der zweite Sündenfall passiert ist. Der arimanische Sündenfall. Weil wenn man vom Sündenfall reden, reden wir immer vom Luzifer, der Schlange im Paradies und deswegen sind wir heute in die sinnliche Welt gestoßen worden. Und es wird eigentlich ganz wenig gesprochen, obwohl es in der Bibel schon, schon eine, eine Stelle gibt, die werden wir dann gleich lesen, dass es auch den arimanischen Sündenfall gibt. Und der setzt dem Ganzen erst so richtig den Deckel drauf. Also, dass da geht es erst zu recht in die Finsternis. Ich meine, da, da, da ist ja der Luzifer was, ich will nicht sagen harmloses dagegen, aber jedenfalls was sehr schön Leuchtendes und Glänzendes dagegen. Aber mit dem arimanischen äh, äh, Sündenfall geht es wirklich ins ganz Finstere hinein. Ich meine, da, der Luzifer ist nicht der, der. der äh, äh, die Menschen quält, das ist eine, eigentlich der ist die luziferische Teil der Hölle oder was, der ist eigentlich das Mildeste. Die, die schlimmsten Bereiche und, und die schlimmsten Verfehlungen, die auch, auch in der Menschheit passiert sind, sind dort, wo es mit den dunkleren Widersachern, also mit dem im weitesten Sinn arimanischen, passiert bis hinunter letztlich zu den soratischen, weil das ist eine Linie, die immer weiter hinuntergeht. Und mit den soratischen Wesenheiten eben so, dass wirklich die Gefahr besteht, dass da in, in eine ganz andere Entwicklung man hinausgerissen wird und sich abspaltet von, von der regulären Entwicklung. Das würde beim Luzifer nie passieren. Das, das, damit wir nicht sagen, dass er harmlos ist. Er ist schon deswegen gar nicht harmlos, weil die anderen ihn auch einspannen und dass sie gemeinsame Sache machen. Und, und, und die manches gerade nur dadurch erreichen können, dass zuerst der Luzifer schön glänzt. Schönes, dieses schöne Glänzen, dieses Verführerische. Ich meine, er hat die Aufgabe, uns die schlimmsten Sachen eigentlich schmackhaft zu machen, dass man sagt, Boah, das ist schön, das will ich, da fühle mich gut dabei, da fühle ich mich stark dabei, da fühle ich mich sicher dabei, da fühle ich mich mächtig dabei, wie auch immer. Und im Hintergrund lau, lauert aber dann schon die, die arimanische Kraft und dahinter die Asuras und, und die Suratischen. Und, und da wird es schlimm, und da, das wurde ganz konkret aber dadurch ermöglicht oder den Widersachern das Tor geöffnet dafür, dass teilweise die Menschen zu früh heruntergestiegen sind in die irdische Verkörperung. Und zwar, wir haben davon gesprochen, es gibt ja die Kain- und Abelströmung. Wenn man so will, die, die Keinströmung sind die, die die Erde ergreifen, die Erde umwandeln wollen, die, ja, auch es gibt heute halt den ersten Brudermord, wenn man so will, wobei dieser Brudermord vor allem eigentlich darauf hindeutet, dass man mal das höhere Geistige abtötet, sagt, ich will dich nicht, was geht mich das an, weil es heute halt aber um die Erdenaufgabe geht. und äh, das waren in Wahrheit also die, die, die Menschen, die also zu, zu der Keinströmung zählen, sind aber Menschen, in denen dieser, dieses ich -Feier in Wahrheit schon seit der Vergangenheit sehr stark brennt. Natürlich hatten sie es noch nicht mit der Bewusstheit wie heute, aber die, die, wie soll ich sagen, früher die Kraft und den Mut aufgebracht haben und auch die Aufgabe übernommen haben, sich hinunterzustürzen in die Erdenwelt sich, sich zu verkörpern. Also die, die, die Nachfolger aus dem Keinsgeschlecht sind eigentlich die Ersten, die runterkommen. Und die anderen bleiben viel länger oben in der geistigen Welt. Und der große Arimanische Sündenfall ist eigentlich gekommen in der atlantischen Zeit, etwa in der Mitte der atlantischen Zeit, also das dann letztlich auch dazu geführt hat, dass die Atlantis untergehen musste, weil sich frühzeitig verbunden haben Menschenseelen aus der. Abelströmung oder Setströmung, wie man sie nennen will, mit der Keinströmung unten. Es war also gedacht wirklich, dass, dass da eine längere Zeit die Entwicklung parallel geht. Es gehen Menschen herunter, die, die schon in die Verkörperung können, die stark genug sind, um das auszuhalten. Und die vielleicht jetzt zunächst einmal dadurch den Zugang zum höheren Geistigen verlieren, macht aber nichts, sie, sie halten es aus, da unten tätig zu werden, Fuß zu fassen auf der Erde äh, und damit vorzubereiten, dass später die anderen, die aus dem Abelsgeschlecht sind, dass die herunterkommen können. Also da den Boden vorzubereiten. Weil dieses Bearbeiten der Erde im Sinne der, der Kains-Söhne ist eigentlich, wie soll ich sagen, dem Ariman ein Schnippchen schlagen. Das heißt, das heißt, aber wir überlassen dir nicht das Feld, sondern wir mit unserer Geisteskraft, wir, wir kämpfen eigentlich, wir ringen mit, mit dir, mit euch, mit den Arimanischen Kräften. Äh, und wir bringen euch unter unsere Herrschaft und nicht umgekehrt. Aber der eigentliche Sündenfall bestand, dass jetzt zu früh die anderen heruntergestiegen sind. Also der Sündenfall betone das, dieser zweite Sündenfall ist nicht der Sündenfall der Keins-Nachkommen, sondern der Abelset-Nachkommen derer, die die Aufgabe gehabt haben, länger in der geistigen Welt zu bleiben, und die das mit der Hilfe und Unterstützung des Luzifers äh, wurde das geschafft, dass die zu, also manche zumindest zu früh heruntergelockt wurden. Nein, ich lese euch einmal vor, wie das in der Bibel drinnen steht. Wir sind ganz am Anfang. Wir waren ja äh, im fünften Kapitel des ersten Buches Moses. Da haben wir besprochen die Sache mit dem Henoch, auch wo der geboren wird und dass der entrückt wird. Das heißt also, dass der Einzige äh, war, bei dem nicht steht und lebte so und so viele Jahre und starb. Beim Henoch ist der einzige, das ist der einzige Hinweis darauf, dass es eine Entrückung ist äh, äh, und, und weil er, also, und war 365 Jahre und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Aber gestorben ist er nicht. Also er ist nicht durch dieses Todeserlebnis durchgegangen, die, gerade die, 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 die Keins nachkommen die, die gehen, gehen kräftig durch den Tod durch. Immer wieder. So. Und jetzt aus dieser ganzen Linie also kommen wir, also diese, diese Abstammungslinie, die da geschildert wird im fünften Kapitel des ersten Buches Moses, das ist im Grunde genau die atlantische Zeit. Im Wesentlichen. Und Henochem steht, steht so relativ in der Mitte der atlantischen Zeit drinnen. Ich habe euch gesagt, das ist, in, habe ich letzte Mal gesagt, das ist die Zeit, wo der Mensch tatsächlich die Erde betreten hat, in annähernd bereits der menschlichen Gestalt, die wir heute haben. Also in, Humanoider Gestalt sozusagen. Vorher war alles, was man Inkarnation nennen kann, eigentlich in Wahrheit der Berühren der Erde. Und was unten erscheint, ist eigentlich nur das, was man heraussetzt in Form von Tieren und so weiter. Und der Mensch war nie Tier. Aber er hat es herausgesetzt und trotzdem war er irgendwo da verbunden damit, indem er das herausgesetzt hat. Das ist das Erste, eben, dass die ersten Kristalle entstanden sind. Das ist das Erste, was er ausscheidet. Das ist aber noch nicht so, dass er da drin wirklich wohnen kann, in dem Kristall. Er wird es einmal können, in einem Kristall, der ganz anders ist. Also, jetzt verrate ich euch wieder ein kleines Geheimnis. Der Auferstehungsleib, wenn er seine volle Reife erlangt haben wird, und das wird erst auf der letzten kosmischen Verkörperung unserer Erde sein, der wird etwas gemeinsam haben mit dem, was die Kristalle heute haben. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendein so Würfel oder so sind, aber, aber die kristallbildenden Kräfte, er wird aus kristallbildenden Kräften bestehen, weil, ich erinnere wieder, dieselben die Kräfte sind, die im Ich walten. Kristall. Ich finde das Wort im Deutschen auch so schön, weil es Christ und All drinnen ist. Es sind die stärksten, die größten kosmischen Kräfte, die von jenseits des, des beobachtbaren Kosmos kommen, der irgendwie sichtbar ist, der in die sinnliche Welt getreten ist, noch von danach. Von dort kommen diese Kräfte. Und ihre Widerspiegelung auf Erden sind die Kristalle, die es vor der Erdentwicklung nicht gab. Also auf dem alten Mond, der früheren äh, Inkarnation unserer Erde, gab es die Kristalle nicht. Die sind bereits ein, ein, ein Ergebnis auf Erden, in der Gestalt, wie sie heute jetzt äußerlich erscheinen, der Ich-Wirkung, der makrokosmischen Ich-Wirkung zunächst einmal, die notwendig war, um das vorzubereiten, aber wirklich kristallisieren auf der Erde, als wenn der erste Mensch sich inkarniert. Wenn sozusagen das erste Schneeflocken fällt auf die Erde und der Schneekristall heruntersinkt zur Erde. Da ist die erste Inkarnation, wo überhaupt ein Mensch sich wirklich auf der Erde inkarniert hat. Aber sehen tut man nur den Sch Schneeflocken, mehr nicht. Und es dauert halt lange, lange, lange dann, bis eben in die Mitte der Atlantischen Zeit das dann so gestalten auftauchen, wie Neandertaler, dergleichen, den Denisov-Mensch oder auch der Homo sapiens, das ist einer von, von mehreren Gruppen, die es da gibt, die dann ja alle interessanterweise bis auf den Homo sapiens ausgestorben sind. Teilweise auch ausgestorben wurden. Ihr wisst, was ich damit sagen will. Also, dass, dass es auch dann kriegerische Auseinandersetzungen gab. Es gab einerseits, naja, na, ich werde es wär's dann, dann erst erwähnen. Ja, es ist also jetzt interessant, also mit dem Henoch stehen wir etwa in der Mitte der, der atlantischen Zeit, die Zeit, also wo die, die ersten Menschenvorfahren entstehen, die man heute auch als Menschen bezeichnen würde, nach den Skeletten oder so. Und Ende der Atlantis, jetzt geht es mit den Nachkommen weiter, der Letzte, der hier genannt wird, ist der Noah. Noah. Also, das heißt, der ja dann die Menschheit über die Sintflut rettet oder zumindest einen Teil der Menschheit über die Sintflut rettet. Also, das heißt, der letzte hier in der Reihe Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japheth. Sem, Ham und Japheth gelten als, als die. Urväter dann im, im Grunde der Menschenstämme, die dann aus der nachatlantischen Zeit hervorgehen. Also Sem, die Semiten, eben zum Beispiel Ham, alles, was, was dunkelhäutig ist, und, und, und Jaffet dann, dann mehr das, das, die Weißen. Ich meine, bitte, ich will keine Rassenlehre damit vertreten, also, du nicht missinterpretieren, aber es gibt also da mal drei Strömungen, die herausgehen, mit unterschiedlichen Aufgaben eben. Also, weil, äh, damit ich, äh, einfach in der, in der Körperlichkeit doch also bestimmte Qualitäten sind, die sich noch zu dieser Zeit nicht in einer Menschenform vereinigen konnten. Das ist jetzt unsere, unsere große Aufgabe, ja schon seit langem in der, in der nachatlantischen Zeit, dass das überwunden wird, dass also die, die geistigen Fähigkeiten äh, nicht an eine bestimmte Abstammung gebunden sind, sondern dass sie sich völlig lösen können davon. Aber das musste erst eben vorbereitet werden. Also es, es, es waren die auch eben bis, bis ins Physische hinein die Menschenleiber nicht so, dass auch nur einer einziger dieser, dieser Leiber geeignet war, alle Kräfte aufzunehmen, die no notwendig sind, um das Ich in dieser Körperlichkeit zur vollen Reife zu bringen. Also es gab jetzt da dann eben drei Strömungen zunächst. So wird es jedenfalls in der Bibel geschildert. Und Noah war 500 Jahre alt und zeigte Sem, Ham und Japhet. Und das sind eben die Nachkommen, die die nachatlantische Zeit begründen. Also das heißt nach der Eiszeit. Und das sind dann aber alles, was vorher war, ist im Grunde verschwunden dann. Alles andere ist untergegangen. Und das ist der größte Teil. Das ist der größte Teil. Also da ist ein großer Teil der Menschheit tatsächlich auch wirklich äußerlich untergegangen. Jetzt nicht nur durch die Überflutungen, aber durch die ganze Dramatik. Man darf sich das auch nicht vorstellen, da ist jetzt in einem Jahr jetzt alles überflutet worden oder so. Das war ein Prozess, der über Jahrhunderte, ja über Jahrtausende gegangen ist. Und in diesem Prozess... Sind erst mal sowieso alle gestorben irgendwann, weil jeder Mensch irgendwann einmal früh oder später stirbt. Hat. Aber es geht darum, dass damit bestimmte Menschenformen auch ausgestorben sind. Im Zuge dieser, dieser Geschichte. Das beginnt also eben, ebenso. Jetzt hat der Henoch eigentlich, also Zeit zur Zeit Henochs haben sie jetzt endlich einmal in, in menschlicher Form die Erde betreten, aber es fängt dann schon sehr bald an, dass aussortiert wird. Und was weitergehen kann und was nicht. Was hält diese Bedingungen auf der Erde aus? Was ist geeignet mit, mit der Aufgabe, die Erde umzuwandeln? das ging es eigentlich schon damals. Wer ist kräftig genug dazu und wer nicht? Also man muss nicht immer nur an äußere Kämpfe oder so denken, sondern, sondern halt, sie haben den, wie soll ich sagen, den Kampf mit der Natur verloren oder sich nicht bewähren können, auch teilweise. Aber wie kleidet sich das jetzt? Äh, und, und, und warum doch so relativ viele zugrunde gegangen sind, Menschenformen meine ich, physische Menschenformen zugrunde gegangen sind? Wir werden sicher noch. Die, die Forscher werden noch mehr Menschenvorfahren entdecken als bis heute. Sie graben ja fleißig immer in der Erde herum und sie werden noch einiges finden. Es ist wahrscheinlich erst die Spitze des Eisberges, was da gefunden wurde. Also es gab, gab eine mit Sicherheit noch größere Vielfalt da in dieser atlantischen Zeit, heute nennt man es halt die, die Eiszeitperiode. Wie man es nennt, ist ja ganz egal, das, man muss ja auf nichts versteifen. Aber da wird noch mehr herauskommen, weil es ist immer, die Entwicklung ist eigentlich äh, immer so in der Natur schon vorher gewesen. Es entsteht etwas Neues dadurch, dass einmal eine Fülle entsteht. Eine unglaubliche Fülle von, von äh, sehr unterschiedlichen äh, Lebewesen. Und, und auch in Wahrheit, wenn man nimmt, wenn man nur jetzt die heute bekannten, was dem Neandertaler, die nisov menschen oder was, die schon sehr ähnlich uns sind. Und trotzdem sind sie auch sehr unterschiedlich wieder. Und, und was wir mitgenommen haben, sind kleine Splitter davon. Hammer, wir haben alle noch einen Neandertaler in uns. Kann man heute. Kann die Naturwissenschaft heute nachweisen. Es sind Spuren davon geblieben, aber die Neandertaler als, als Menschenform sind ausgestorben. Das, das muss nicht sein, dass die alle dahin dahingemetzelt wurden. Es haben sie einfach in, in diesen Leibern niemand mehr inkarniert irgendwann. Obwohl es natürlich auch blutige Auseinandersetzungen auch gab. Und die eigentlich nicht notwendig gewesen wären, wenn wenn nicht dieser aremanische Sündenfall, der zweite Sündenfall passiert wäre. Und der ist jetzt das Interessante, etwas, was da hineinspielt und, und was man richtig lesen muss, wenn man verstehen will, warum eben diese anderen Menschenformen alle ausgestorben sind, wie das zugegangen ist. Das hat nämlich in Wahrheit einen weiteren geistigen Hintergrund. Es ist nicht einfach nur, ja, das Prinzip halt, wie es in der Evolutionslehre gesagt ist, ja, überleben des Stärkeren oder so. Das, ja, stimmt in gewisser Weise, aber, aber man muss es richtig sehen. Man muss es richtig sehen. Es ist vor allem nie, ist, ist dieser sogenannte Kampf um das, ums Dasein, geht es nicht immer um einen äußeren Krieg. Sondern es geht darum, einfach, welche, Physische Form reif ist, den Menschengeist weiterzutragen. Das ist die eigentliche Auseinandersetzung. Und es hätten mehr Menschenformen weitergehen können, wenn ihm nicht das passiert wäre, wie es da passiert ist. Dadurch ist, ist, ist vielleicht mehr ausgeschieden worden und, und etwas passiert, was der Menschheitsentwicklung vielleicht heute fehlt. Also es, es, ich habe euch erzählt, es gibt die, die Keinsströmung, das sind die, die eigentlich schneller, früher sich inkarnieren, tiefer inkarnieren, hinuntergehen und die anderen, die erst sehr zaghaft das berühren. Also viele Inkarnationen, die, die noch gar nicht irgendwie in so eine feste Form hineingehen. Das sind also die Abeliten, wenn man so will, also die Nachkommen von Seth und Abel. Und die anderen, die unten schon da sind, das sind die Keins-Söhne. Und jetzt passiert aber Folgendes. Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Seht ihr erstens einmal, was, was da passiert. Vorher mal diese langen, langen Zeiten gehabt und haben aber auch dazu gesagt, da ist nicht ein einzelner Menschenleib gemeint, der, der das aushält. Sondern damals war das großartige, dass das Bewusstsein ging über Generationen. Und das heißt, noch, noch der, der letzte Ahne hat erlebt das, was der, der Stammvater erlebt hat. Jedenfalls die wesentlichen Punkte. Er konnte seine Ätherkräfte mit übernehmen, ganz stark. Damit da, da seht ihr, da, da muss auch zum Beispiel beim Tod etwas anderes passiert sein. Da ist nicht der Ätherleib einfach so, dass er sie aufgelöst hat, vollständig, bis auf einen kleinen Kern. Da ist ein gewaltiger Teil des Ätherleibes in der Nachkommenschaft. In jedem einzelnen Nachkommen dieses, dieses Stammvaters hat weitergelebt. War da. Und darum die ganz klare Erinnerung an, 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 an das, was der Vorfahre erlebt hat, weil er ja dieselben Ätherkräfte in sich hatte. Und. Äh, Wobei die Erinnerungsbilder ja solche waren, dass man ja die Welt damals noch sehr stark von der geistigen Seite erlebt hat. Also, das heißt, in Wahrheit hieß es nicht einfach nur so wie heute, ich könnte jetzt genau beschreiben, was wo, wo geschehen ist äußerlich, sondern es geht vor allem die Erinnerung daran, was geistig geschehen ist. Und, und, und daher wird es wird dann auch erlebt in, in, in mächtigen Imaginationen. Nicht so wie wir heute in, in blassen Erinnerungsbildern, sondern es sind Imaginationen. Man kann miterleben, nacherleben die Imaginationen, die der Vorfahre erlebt hat. Die Leben vorhin weiter. Und dann, dann immer mehr kommt natürlich ein bisschen Erinnerung an das Äußere auch, wird stärker. Aber das eigentlich wird nur stärker dadurch, dass das geistige Wahrnehmen äh, getrübt wird. Dann geht es mehr aufs Äußere. Das ist aber ein langer Prozess. Aber jetzt will ich ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Und diese 120 Jahre bedeuten jetzt nicht unbedingt das, das, das Alter, das der physische Leib erreicht, obwohl 120 Jahre möglich sind und auch in alten Zeiten das manche erreicht haben. Aber es geht vor allem darum, bis zu 120 Jahren kann dieses Gedächtnis weiterleben. Also, es kann durchaus sein, dass da jetzt Nachkommen sind, dann geht es halt vielleicht in, in die Generation der, der Kinder und der Kindeskinder, bis dorthin geht es vielleicht, und vielleicht noch Urenkel irgendwo, bis dorthin ist dieses Nacherleben noch da, aber nach 120 Jahren spätestens ist es aus. Wobei das sicher auch nicht so ganz nur als äußere Jahreszahl zu nehmen ist. Aber was äh, deutlich ist, also die, die Zeit wird jetzt wesentlich kürzer. Aber es ist immer noch ein bisschen da. Ich erinnere mich das, was hat mein Vater, mein Großvater erlebt bis dorthin gehts. und zwar nicht nur ich erinnere mich, was er mir erzählt hat, sondern ich erinnere mich so, wie er sich selbst erinnert hat in gewisser Weise. Das ist so, so schwer äh, nachvollziehbar für heute. Es sind interessante Sachen, die damit verbunden sind. Ich meine, äh, dass nämlich eben auch, ja, Erlebnisse in der Generationenreihe weitergegeben werden können. Ich meine, teilweise gibt es das heute noch, das ist nämlich ganz interessant. Dort, äh, wo es naja, sehr extreme Erlebnisse sind, traumatische Erlebnisse, dann geht etwas in die, in die Nachkommen hinein. Nicht, dass es jetzt vielleicht als Erinnerung kommt, aber es kommt, dass sie bestimmte Traumata haben. Zum Beispiel, wenn, wenn die, die Großeltern bestimmte Traumata erlebt haben, die wirken. Bei den Enkeln, Urenkeln noch, noch. Kann sein. Hat man lange Zeit gesagt, das, das gibt es nicht, Na, das ist ein Blödsinn. Also, es, es wird nichts weiter vererbt diesbezüglich. Erworbene Fähigkeiten oder erlittene Dinge können nicht weiter vererbt werden. Heute weiß man durch die sogenannte Epigenetik, dass das sehr wohl einen Einfluss hat und das. Dass das eben nicht die, die DNA, wie es so schön heißt, also die, die, die eigentlichen Gene, dass die das Einzige sind, sondern auch das, was außerhalb der Gene ist, namentlich das, was man erfahren hat. Nur geht es heute halt nur mehr bei sehr dramatischen Erfahrungen, bei sehr extremen Erlebnissen, die da sind. Und damals ging es aber. Mit ganz normalen Erlebnissen. Wobei in, in der Welt, wie sie damals lebten, war alles dramatisch im Grunde. Und sie haben es auch viel intensiver erlebt. auch. Wir sind ja heute solche Abstraktlinge geworden, Verzeihung, dass ich das sage, dass wir alles so blass erleben. Das war alles, jede Kleinigkeit, jedes, jedes Geräusch, das man hört, jede Farbnuance, die man sieht, war was ganz was Intensives. Ganz was Intensives. Da, da ist ein riesiges Auf, Aufwachen dann in, in, in diese Dinge hinein. Also in die Sinne eben wirklich hineingehen. Und man findet jetzt bei Naturvölkern dann noch, was weiß ich nicht, wie viele Grüne außen die unterscheiden können. Für uns ist das ein Grün. Ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Nein, ich weiß, es gibt viel Grün, Grüne außen. Und trotzdem nehmen wir bewusst einen Bruchteil davon wahr und können ihn unterscheiden. Und uns, uns erinnern vielleicht auch dann das vergleichen Man weiß das, wenn man halt mit einem Stoffleckerl, wenn ich nicht ein Stoffleckerl mit habe, um einen passenden Stoff dazu zu kaufen, komme ich sicher mit dem Falschen, weil aus der Erinnerung kommt gar nichts. Das ist ja rot, war Aber es gibt so viel rot und es gibt da so viel grelle rot oder so viel sanfte rot. Und, und, Kommt es aus, dann es es sie komplett. Es passt überhaupt nicht zusammen. Es ist halt gerade haarscharf daneben und haarscharf daneben ist, ist immer am schlimmsten daneben. Aber damals hatte man also eine ganz, ganz intensive Erinnerung, das ging weiter. Also der, der wesentliche Punkt ist, ist da jetzt, dass die Menschen sich mehrten und, und schöne Töchter geboren werden. Die Schönheit ist jetzt das Wichtige. Da spielt schon der Luzifer gewisse Rolle. Und dieser Luzifer verlockt jetzt die Gottessöhne, sich mit diesen Menschentöchtern einzulassen. Und diese Gottessöhne sind aber nichts anderes als die, die Abeliten, die eigentlich noch oben bleiben sollten. Die nicht zu früh heruntersteigen sollten. Um das geht es eigentlich. Um das geht es eigentlich. Die, und die dadurch wirklich eben auch äh, ja, bis ins Physische hinein Verderben gebracht haben in, in, in diese Inkarnationen. Wir haben eigentlich, also gerade die Abiliten, die sie jetzt da zu früh heruntergewagt haben, weil sie diese Erdentöchter schön fanden, und da muss man jetzt dazu sagen, na ja, wenn sie noch nicht inkarniert waren, werden sie es so sicher nicht so mit diesen Augen gesehen haben, sondern es ist ein durchaus hellsichtiges Schauen, aber trotzdem eins von Luzifer verführtes. Und das hat sie halt magisch hinuntergezogen, obwohl sie noch nicht die Fähigkeiten entwickelt haben, die dazu notwendig sind, um das unbeschadet auszuhalten, was da unten ist. Nämlich was unbeschadet auszuhalten? Die, die ungemeine Zugkraft der arimanischen Wesenheiten, die da unten jetzt in der atlantischen Zeit lauern. Und den, den, den Keins-Nachkommen, also den, den Kainiten, können sie viel weniger anhaben aus den Abeliten, die zu früh heruntersteigen. Die sind denen schutzlos ausgeliefert im Grunde. Die können ganz gut umgehen mit, mit dem Luzifer und so und darum, darum sind sie auch anfällig dafür, für die Schönheit. Äh, äh, der Erdentöchter eben alles nicht äußerlich, sondern sie sehen eigentlich die Schönheit der Seele, die da glänzt. Aber da glänzt schon sehr viel Luziferisches drinnen und das fasziniert sie. Und dieses, wie soll ich sagen, imaginativ erlebte äh, luziferische Leuchten dieser Erdentöchter, das lockt sie herunter. Und, und, und Erdentöchter heißt im Grunde, sie wollen sich dort inkarnieren. Und das geht's. Sie wollen herunter. Und sie steigen jetzt in, 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 in Menschenleiber herunter, obwohl es besser noch die Finger hätten lassen sollen davon. Und, und weil sie aber so starke, als Abiliten doch sehr starke geistige Kräfte mitbringen, aber die, äh, die eben noch nicht vom Ich geführt sind, aber sie bringen sie herunter und dadurch entstehen sehr starke magische Kräfte geradezu. Daraus entsteht der, der Missbrauch, der letztlich die Atlantis zum Untergang bringt. Aus dem entsteht es. Die bringen magische Kräfte hinein, mit denen sie zu dieser Zeit noch, also es beginnt so in der Mitte der atlantischen Zeit, wo sie einfach insofern magisch auf die Natur einwirken, dass sie eigentlich dazu führen, dass es diese ganzen Überschwemmungen und diese Sachen gibt. Ich meine, sie hätten sicher die Eiszeit nicht aufhalten können und auch nicht, dass es Überflutungen gäbe, aber die wären viel milder gewesen. Das heißt, sie haben einen immensen Einfluss darauf, wie zu der Zeit äh, die, die Umgestaltung der Erde stattfindet. Es musste eine Umgestaltung stattfinden. Aber wie, wie, wie gewaltig. Die ist oder nicht, das, das, das hinkt also von, von diesen ja, Abiliten ab, die zu früh heruntergestiegen sind. Die sind es eigentlich. Und sie steigen halt in, in ein sehr, sehr kräftiges äh, Volk hinein, also in, in der Atlantische, also es, es sind die ur von denen Rudolf Steiner spricht. Ähm, ist jetzt schwer zu sagen, also welchen Völkern das, das, das heute entspricht. Ja, es, es geht irgendwo in die Richtung der, der mongolischen Völker, aber man muss da sehr vorsichtig sein. Es sind nicht so, so einfach die heutigen Mongolen, sondern es sind Menschenformen, die damals waren und die aber letztlich ausgestorben sind. Weil. Alle, die heute noch leben, egal in welcher Menschenrasse, jetzt sage ich es ganz bewusst und da, darum hat der Begriff keinen Sinn, sind alle einfach Menschen. Homo sapiens. Und damals waren es eben nicht alle Homo sapiens, sondern da gab es noch eine ganze Fülle anderer andere Menschenformen, die so ähnlich sind, aber. aber von denen vielleicht manche auch eine Entwicklungschance gehabt haben, aber die gerade verdorben wurde dadurch, dass die Abiliten zu früh untergestiegen sind. Und da ist... Das lese ich jetzt noch fertig. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber wir haben ein bisschen verspätet begonnen. Ja, was ist die Konsequenz aus dem Ganzen? Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf der Erde. Dann steht weiter, das sind die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten. Ja, aber, als aber der Herr sah, dass der, der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihrer Herzen nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis hin zum Vieh, und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Und dann aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und dann kommt die Geschichte mit der Arche Noah. Und die Geschichte mit der Arche Noah, ja, können wir das nächste Mal noch besprechen. Die Arche Noah ist das Bild des Menschenleibes, der der passende ist für die nachatlantische Zeit. Das ist in ein Bild gekleidet. Aber die Arche Noah, das ist unser, unser moderner physischer Leib. Ja, mit, mit dem entsprechenden Ätherischen da drinnen und allen. Also die Pflanzen, die Tiere sind drinnen, alles das gehört dazu. Und die Menschen, die sozusagen den richtigen Geist dazu haben, für die jetzt Noah dann der Repräsentant ist, dieser große, eingeweihte Noah. Ja, aber damit möchte ich es für heute gut sein lassen, aber wir sind jetzt jedenfalls wieder ein bisschen hineingekommen, gerade in dieses apokalyptische Thema, also da und wir werden uns dann anschauen, das nächste Mal, wie das im Buch eh noch ist. Dort wird das sehr viel ausführlicher noch geschildert, nämlich gerade also dieses, äh, dieser Anfang, dieses Heruntersteigen. Äh, eben weil man sie mit den schönen Menschentöchtern verbinden will und, und was da alles gemeint ist. Und wie aus dem halt ja nicht nur die äußere Verderbnis kommt oder was, das, das wäre gar nicht das Schlimmste gewesen, weil dass die Erde umgestaltet werden musste. Äh, ist, ist ein Teil, aber es, es, es ist also sehr, sehr viel negative, schwarze Kraft damals schon in die Erde abgelagert worden. Das ist das eigentlich Schlimme. Und das heißt, dass, dass, das, das Reich Arimans hat da einen, im, im weitesten Sinn genommen mit allen, die darunter sind, Asuras und suratische Kräfte, hat einen gewaltigen Schub bekommen, dass da also eine Dunkelwelt entsteht unten. Und und nur dieses Dunkel greift jetzt immer mehr hinauf, steigt immer mehr auf. Und das ist, ja, oben glänzt schon noch irgendwo der Luzifer, aber es wird immer größer, diese, diese Dunkelwolke, die jetzt schon über der Erdoberfläche sozusagen liegt. Aber damit beschäftigt man uns das nächste Mal. Ich danke euch. Für heute. Ich hoffe, es hat alles, aber ich denke, sonst hätten wir Meldung gekriegt, alles funktioniert mit, mit dem Livestream. Ja, ich danke euch allen beim Livestream fürs Dabeisein. Wir danken auch und es hat funktioniert. Ja, wunderbar. Gott sei Dank. Freut mich. Herzlichen Dank. Gerne. Ich verabschiede mich einmal vom Livestream. Danke, meine Lieben, und von euch auch. Bis zum ja, nächsten danke, Mal. Danke. Und, danke. und habt ein schönes oh, Pfingstfest oh, ja. in diesem Geiste. Ist, ist, ja, tschüss, ja, Wolfgang, schönes Pfingstfest. tschüss, ja, euch auch schöne Pfingsten. ein tschüss, euch. Danke. <laughs> tschüss, <oder>? tschüss, tschüss. <laughs> Vielen Dank. Ja. Gerne, ja. gerne. Gute Nacht, gute Nacht, meine lieben Papa. 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 Papa.